Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Hoppe hopp, lauft uns nach längs der Weidenwinde. Wir geleiten euch nach Haus, folget uns geschwinde. Westwärts sinkt die Sonne schon, bald da stolpern alle. Wenn die Nacht niedersinkt, lockt die warme Halle. Aus den Fenstern dringt das Licht freundlich gelb und gelber. Fürchtet keine Finsternis, noch die Weide selber. Weder Wurzel noch Gestrüpp, wir werden euch geleiten. Und wir wollen gleich das Fest Dongelong bereiten. Wenn unter Magic-Fans die Sätze länger werden und altertümliche Wortvariationen auf noch altertümlichere Wortdeklinationen treffend ihren Mündern enteilen und wenn im gleichen Moment so ein verschmitzt verliebter Blick ihr Antlitz streift, wenn sich ein kollektives Gefühl von Heimweh und Abenteuer einstellt und Martin mal wieder anfängt, vermeintlich aus dem Nichts heraus zu reimen, dann kann das nur eines bedeuten. Es ist Weihnachten. Und wenn es das nicht ist, dann ist es wohl der Herr der Ringe trifft auf Magic und ist der neutestamentlichen Offenbarung gleichgekommen, unseren Geldbeuteln einen Neuanfang zu bescheren. Macht euch mit uns auf, den Ring ins Feuer zu werfen. Los geht's! Ja, hallo Geist. Och Martin, hallo. Mensch, das ist heute eine besonders aufregende Episode. Ja, es ist ein nahezu lang erwartetes Fest, möchte ich sagen. Das ist, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Leute, die ihr zuhört, dass bisher ausschließlich jede Folge von Tasty MTG in gewisser Entfernung voneinander, zwischen Martin und mir, zueinander, in gewisser Entfernung zueinander aufgenommen wurde. Und heute nehmen wir uns das zum Anlass, um das erste Mal live miteinander aufzunehmen. Aber nicht nur das. Nicht nur das, wir haben auch ein tolles Set natürlich wieder dabei. Ja. Genau, und wir haben uns auch einen ganz besonderen Ort getroffen. Nicht in irgendwelchen staubigen Studierzimmern, nein, oder im Studio. Nein, wir sind draußen unterwegs, denn wir haben eine Mission. Genau, wir sind mitten in Mittelerde, mitten im Wald. Und werfen den Ring heute ins Feuer, würde ich sagen. Genau. Oder wir schmeißen den Ring vom Teufelsberg. Genau, wir sind in Berlin im Grunewald und haben uns gedacht, wir nehmen das zum Anlass, das Herr-der-Ringe-Set würdig zu feiern. Gab es auch ein paar Wünsche von euch, dass wir da was Besonderes machen wollen. Und da haben wir gesagt, Mensch, da machen wir doch was Besonderes. Und wir haben jetzt hier einen Ring. Wir machen auch gleich ein Foto. Oder du kannst mal ein Foto machen. Ich habe hier einen Ring. Knips. Genau. Und den bringen wir jetzt nicht nach Mordor und Barad-dûr, sondern zum Teufelsberg. Das ist das Nächste, was wir finden konnten, was da rankommt. Das passt schon. Wir sind mit der Ringbahn hergekommen. Ja. Und haben den Ringcenter hinter uns gelassen. Ja, das waren alles Optionen, aber wir haben uns dann entschieden für den... Vorbei an der Ringstraße, aber wir sind im Grunewald, durchqueren die wilde Landschaft und erklimmen den Teufelsberg mit euch gemeinsam und ihr könnt uns begleiten. Genau, wir haben natürlich immer die klassische Struktur, die machen wir trotzdem. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Vorspeise. Und da gibt's Pilze aus dem Auenland. Ach Mensch, das passt ja. Ja. So, was hast du denn als Vorspeise? Ich hätte so ein Feedback. Ich habe auch ein Feedback. Ja, dann fang du doch an. Ich fange mal an. Und zwar, Dennis hat uns geschrieben. Der schrieb uns, hey, starte gerade mit MTG. Hab mir ein paar eurer Set-Reviews angehört. Sehr sympathischer Podcast. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal gut. Das freut man sich. Aber Achtung, jetzt kommt versteckte Kritik. Oh. Geht los mit einer Anregung habe ich für euch. Okay. Also ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr es gut findet. Aber Anregungen, egal. Also eine Anregung habe ich für euch beim Review zu dem D&D-Set. Wart ihr der Meinung, dass es komisch ist, dass es da eigene Planeswalker gibt? Ja. Das ist ganz schön, ne? Weil jetzt ist es ja wieder so ein Universes Beyond Set, was wir quasi heute besprechen werden, in dem es, by the way, keine Planeswalker gibt. Und jetzt schreibt weiter, die D&D-Welt ist ja aber ein eigenes Multiversum und da können gewisse Charaktere ebenfalls zwischen den Welten wechseln. Und dann passt das, dass es dort Planeswalker gibt.
Tja. Okay. Das macht das jetzt mehr Sinn für uns? Ja, also schon. Da hat er recht. Die tauchen tatsächlich auf unterschiedlichen Welten auf. Und jeder Spielleiter kann natürlich entscheiden, dass auf seiner Welt Morden keinen auftauchen soll. Okay. Also von daher würde ich sagen, ist das gerechtfertigt. Also okay. Die haben natürlich einen eingestammten Sitz in den Vergessenen Reichen, aber können natürlich in jedem Abenteuer auftauchen. Also von daher passt es. Okay. Ja, valide Kritik. Ja. Also Anregung, schon eher so als Gedankenanregung zu verstehen. Ja, Dennis, lieben Dank, ist übrigens ein anderer Dennis als der, von dem wir in der letzten Episode so viele Fragen vorgelesen haben. Ja. Wir haben uns einfach einen Namen ausgedacht und den referenzieren wir jetzt in jedem Vorwort. Genau. Es scheint mehrere Menschen zu geben, die so heißen. Ja, ich war auch entsetzt, aber es scheint das wirklich so zu sein. In Herr der Ringe Planeswalker zu haben, hätte ich noch seltsamer gefunden. Das ist richtig, weil die können tatsächlich nicht auf anderen Welten auftauchen. Und ja. Ist ja auch mal schön, so ein Set ohne Planeswalker. Gibt es genug anderes, was man gleich noch da drin findet. Ich frage mich, ob es allen so aufgefallen ist. Egal. Tatsächlich ist es noch jemand aufgefallen, und zwar Dominik, der uns auf Steady unterstützt. Vielen Dank dafür erstmal. Der hat ganz viele Kommentare geschrieben, dafür auch vielen Dank. Unter anderem erwähnt er eben auch, dass es keine Planeswalker geben wird in diesem Set und auch nicht gibt demnach. Ach was. Und ihn freut erstmal, dass wir so viel auch über die Lore sprechen. Das werden wir heute auch ein bisschen machen, die Magic Lore. Ja, zwangsläufig. Und er hat auch einen Themenvorschlag, das können wir gerne aufnehmen, wie wir denn unsere Karten sammeln und sortieren. Das finde ich ein schönes Thema, das können wir gerne mal machen. Ja, da habe ich ja mal überlegt, ob wir das nicht mal in so ein Live-Ding packen. Jetzt wollten wir ja Ende des Jahres mal vielleicht eine Live-Episode machen. Haben wir das eigentlich announced oder haben wir das mit ausgeschaltetem Mikrofon das letzte Mal besprochen? Nee, wir haben gesagt, schreibt uns doch mal, wie ihr das findet. Ja, genau, stimmt. Anscheinend findet ihr es nicht gut, das hat keiner geschrieben. Aber wir machen es trotzdem, würde ich sagen. Genau, weil ich fände es super, bei so einer Live-Sendung, das wird ja dann ein bisschen mehr Laberababer. Ja, im Gegensatz zu sonst. Und, genau. Und da kann man super nebenbei Karten sortieren. Und wir können uns einfach mal ein bisschen austauschen über unsere unterschiedlichen Systeme. Wir haben ja da auch unterschiedliche Phasen durchschritten. Und ich habe gerade eine neue Phase angefangen. Sehr gut, ja. Ich kann mich nur daran erinnern, wie du, Martin, ich schneide es raus, wenn es unangenehm ist, aber ursprünglich deine Karten gesleeved hast, wenn sie gelagert wurden, und ensleeved hast, wenn du sie gespielt hast. Das Erinnerst ist, du dich das, noch ganz am Anfang? Das ist nicht so richtig. Nee? Nee. Also ich sleeve die alle. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die ensleeved hätte. Innersleeves, doch. Ich glaube, du hattest die mal in Innersleeves, wenn du sie quasi gelagert hast. Ja, hast, ja immer noch, ja. Ja. Und hast dann die Innersleeves rausgepackt, weil die es zu dick war. Die gedoppelt gesleevte Karten. Ja, über den Punkt bin ich hinweg. Okay. Also ich habe jetzt einfach die Deckboxen daraufgehend angepasst. Ah, das waren noch die alten Deckboxen. Da haben die, da haben die nicht doppelt reingepasst, aber mittlerweile ist das Problem gelöst. Genau. Okay. Gut. Also ihr seht schon, ein Teaser, dazu wird es eine Folge geben. Das machen wir auf jeden Fall. Lieber Dominik, vielen Dank für die Unterstützung bei Steady. Vielen Dank für die Anregung. Und wir machen eine Episode dazu. Klar. Genau. Ja, wenn ihr auch Kommentare habt, schreibt die uns gerne. Entweder auf Steady, wenn ihr uns da unterstützt. Also genau. Könnt ihr uns unterstützen und dann Kommentare schreiben. Oder wie Dennis über Twitter @tasty_mtg. Oder auf Discord. Ja, genau. Da werden wir endlich mal den Link zum Discord irgendwie präsenter posten. Das haben uns immer mal wieder Leute geschrieben, dass sie lange suchen gegangen sind. Ja, aber es lohnt sich. Um dann endlich irgendwann den Link zu finden. Es lohnt sich. Wer ankommt, wird auf jeden Fall wohlwollend empfangen und aufgenommen in die Tasty MTG Pauper Community. Denn auf unserem Discord, da geht es rund um das Thema Pauper. Wir haben jetzt auch einen einzelnen Channel für Pauper EDH. Und posten auch manchmal Essensbilder. Ja, und wir werden auch gleich ein Bild von uns, wie wir hier rumlaufen, da reinschicken. Und Martin, wir müssen aufhören, am Dienstag aufzunehmen. Denn dienstags ist immer die Tasty Paper Pauper Night, wo sich online getroffen wird. Jeder, egal wo ihr auf der Welt seid, könnt dazukommen und gemeinsam mit uns paupern. Und wenn wir nicht immer wieder dienstags aufnehmen, bin ich auch mal wieder dabei. Ja, also mir soll es diesmal nicht liegen. Du meinst, das ist ja der einzige Termin, der möglich ist. Ach Mensch. Aber wir haben auch einen schönen Tag erwischt. Genau, oder ihr könnt uns auch noch auf Mastodon schreiben, wenn ihr da unterwegs seid. Da ist es TastyMTG da zusammengeschrieben, im Gegensatz zu Twitter. Also TastyMTG @podcasts.social. Podcasts.social. So wie es auf Twitter auch mal hätte sein sollen. Vielleicht starten wir noch mal einen Anlauf und holen uns die Seite zurück. Twitter lässt bestimmt gerade wieder alle rein. Ja, das stimmt. Genau, also da könnt ihr uns schreiben oder natürlich per Mail oder per Kommentar auf der Webseite. Sucht einfach auf der Webseite, da findet ihr ganz viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. So. Gut. Das wäre es soweit zur Vorspeise. Warte kurz. Ja. Ich glaube, soweit war ich noch nie von zu Hause entfernt wie hier. Oh, das ist richtig. Ist auch ganz still. Gehen wir einen Schritt weiter.
Martin, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der Hauptspeise. Ja. Was gibt's denn? Es gibt Kaninchenpfeffer. Mmh. Hä? So, Meister Geiß. Ja? Sagt Frodo, sagt Sam immer. Ach so, sagt ja. Meister Geiß. Darf ich dich Meister Martin nennen? Nee, wie nennt denn Frodo Sam, wenn du jetzt Sam bist? Mein guter Sam, also mein lieber Sam, glaube ich. Mein lieber Martin. Das klingt ein bisschen von oben herab. Ja. Es gibt auch noch diese schöne Formulierung, Chef oder Chefchen. Chef. Ja, das ist auch eine schöne Übersetzung. Okay, du Master Frodo. Du darfst mich gerne Chef nennen. Genau, also wir wandern hier so ein bisschen rum und fühlen uns wie im Mittelalter. Deswegen sind wir hier im Grunewald. Und da haben wir auch schon unser Ziel vor Augen. Da oben. Oh. Da ist der Teufelsberg. Fallisch thront der Überwachungsturm da oben auf dem Berg. Ja. Das sieht noch ganz schön weit weg aus. Ne? Man sieht ihn so ein bisschen im Dunst, ganz leicht, im blauen Dunst des Abends. Es war ein verregneter und heißer Tag. Das heißt, es ist sehr, sehr schwül. Und da gehen wir jetzt hin. Genau, da liegt ja auch der Schatten der Vergangenheit drauf auf diesem Turm. Ja, das stimmt allerdings. Das war eine Abhörstation im Kalten Krieg von den US-Amerikanern. Ja. Und Das Auge leuchtet nach Berlin rein, sozusagen. Und ein ziemlicher Partyort in den 90ern. Ich habe leider nie eine Party dort oben mitgemacht. Ich bereue das ein bisschen. Mittlerweile ist es leider nicht mehr so ohne weiteres möglich. Genau, bevor wir jetzt weitergehen, müssen wir erstmal kurz noch über den Ring sprechen, den wir hier bei uns haben. Ja. Genau, der Ring. Den werfen wir da oben rein. Den werfen wir rein. Weil der hat so ein paar Fähigkeiten. Willst du dir kurz vorstellen, was darf ich ihn erstmal kurz ranmachen, den Ring? Nur ganz kurz. Oh Geist. Nur ganz kurz. Meister Geist, wo seid ihr? Der Ring, kannst du es bitte vorstellen? Und okay. Ich kann meinen Senf dazu geben. Okay, also der Ring. Das ist nämlich viel. Der Ring ist erstmal ein Emblem. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass das mechanisch ein Emblem ist. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, den Ring zu removen bis dato. Ja, ja. Explizit habe ich das so noch nicht gehört. Aber ja, es macht absolut Sinn. Und es gibt mehrere Karten, die den Regeltext haben. Der Ring führt dich in Versuchung. The Ring tempts you. Schöne Übersetzung. Hm, ja. Und wenn der Ring dich in Versuchung führt, dann treten nacheinander verschiedene Fähigkeiten ein, die alle bestehen bleiben. Und du wählst einen Ringträger. Also immer wenn der Ring dich in Versuchung führt, wählst du eine Kreatur aus, die im Spiel ist. Und die wird dann der Ringträger. Hm. Also hier, wenn ich dich jetzt versuche, ich gebe dir jetzt den Ring, wirst du jetzt der Ringträger. Du bist jetzt legendär. Jetzt bin ich legendär, spätestens jetzt. Genau. Und du kannst nur von Kreaturen geblockt werden, die die gleiche Stärke wie du haben oder geringer. Also der Ringträger ist legendär und kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Der hat Skulk. Skulk, ja, einer der leichtest zu merkenden Mechanismen Magics. Im Deutschen? Verstehe. Witzig, dass ich es nochmal versuche. Schleichen. Richtig. Ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn du Schleicher deinen Ringträger machst. So, das ist die erste Fähigkeit. So, wenn der Ring dich das nächste Mal in Versuchung führt, kannst du einen anderen Ringträger bestimmen oder du bleibst selber Ringträger. Mhm. Und immer wenn dein Ringträger angreift, ziehst du eine Karte und wirfst deine Karte ab. Einmal looten, ja. Einmal looten. Ja, ist gut. Beim nächsten Mal, immer wenn dein Ringträger von einer Kreatur geblockt wird, opfert der Beherrscher jene Kreatur, sie am Ende des Kampfes. Und ich habe auch immer nur das, wo ich gerade stehe. Nee, du hast alles auch davor. Alles davor auch, ne? Das addiert sich. Dann irgendwann ist eine Kreatur mit sehr viel Text. Hm? Und zum Schluss, immer wenn dein Ringträger einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert jeder Gegner 3 Lebenspunkte. Ja, naja, ja. Und wenn ich dann nochmal in Versuchung geführt werde? Dann kannst du einfach nur einen anderen Ringträger bestimmen. Weil kann ja sein, dein Ringträger stirbt irgendwo unterwegs. Alles klar, aber ich kriege nicht mehr Fähigkeiten, es wird nichts mehr Neues ausgelöst. Nee, aber du kannst auch keinen neuen Ringträger bestimmen, wenn der Ringträger stirbt, sondern muss der Ring dich in Versuchung führen. Und dann kann ich in ein neues Dungeon hinein. Ich habe mich auch so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Die City unter der Undercity. Also wenn ich dann mit Companion und Dungeons und dem Ring und Companion spiele, dann habe ich ganz schön viel rumliegen in meiner Command Zone und im Emblem. Ich bin ja ein bisschen so ein Sucker für sowas, ja. Also was ich damit meine, ist, ich habe gern so Equipment um mich herum. Ich habe gern so einen Stapel mit den Tokens, die mein Deck prinzipiell gern machen könnte. So, wenn da noch so ein Dungeon dabei ist, vielleicht ein bisschen größer ausgedruckt sogar noch, ne, damit es schön gut ersichtlich ist auf dem Spieltisch. Dann hast du noch ein paar Würfel dabei, dann kommst du mit deiner Playmat. Und ich glaube, ne, Magic-Fans machen sich immer so ein bisschen drüber lustig. In letzter Zeit habe ich mitbekommen, dass man jetzt so viele Möglichkeiten hat, Dinge ins Spiel zu bringen und die ergänzt werden. Was ist denn das? Das ist ein Schuh. Ein Schuh.
Ja, sowas passiert bei der normalen Podcast-Aufnahme nicht, da werden die Sätze zu Ende gebracht. Hier stehen mitunter Schuhe. Entschuldigung. Es ist kein gelbes Spiel. Genau, ich glaube, Magic-Fans finden es geil, möglichst viel Zeug zu machen, solange, und das ist das Wichtigste, solange irgendwie alle am Tisch noch verstehen, was los ist und begreifen, was passiert. Aber wer tut das schon unter den Magic-Spielern? Darum geht es ja auch. Magic ist ein Regelspiel, das heißt, wir wollen auch permanent neue Sachen lernen, neue Synergien irgendwie mitbekommen. Von daher habe ich jetzt erstmal gegen diesen mechanischen Load, den das Ganze mit sich bringt, im Sinne von, ich habe eine zusätzliche Karte, die mir irgendwas trackt oder wo ich irgendwas anlegen muss, habe ich erstmal nichts dagegen. Aber ich werde mal schauen, wie es sich spielt, wenn man sich dann irgendwie 1000 Sachen merken muss, diese Kreatur alles schon so akquiriert hat. Ja, also du kannst es natürlich dann markieren. Du kannst auch den oberen Teil, also die ist perforiert, diese Emblemkarte. Ah. Das heißt, du kannst den oberen Teil abreißen und dann ist dann quasi nur der Ring auf diesem Drittel Karte. Und das kannst du dann auf eine Kreatur legen, um anzudeuten, das ist schon mal der Ringträger. Kannst du da deutlich machen und dann hast du quasi noch diesen unteren Teil mit den Eigenschaften. Ist ja geil. Ganz kurz mal, es ist schon so ein bisschen wie, wenn wir durchs Auenland hier laufen. Ne? Also hier rechts, das sind so die letzten Höfe. Ne? Also hier ist so eine Kleingartensiedlung noch am Fuß des Teufelsbergs. Das ist schon nice hier. Hinter Zäunen allerdings. Ne? Ja. Das sind schon so sehr für sich auch ein bisschen, die haben es mit Fremden hier nicht so. Ja, auch wie die Hobbits, die gucken dann so am Gartenzaun. Na, wer läuft da? Ja. Ich muss ja sagen, ich bin ein ziemlicher Fan der Filme. Ne? Also wenn ihr mir heute zuhört und mich sprechen hört, dann hört ihr einem Filmfan zu und keinem expliziten Bücherfan, weil ich habe zwar diese Bücher in zwei unterschiedlichen Ausgaben zu Hause, sehr gut, aber ich habe sie nie gelesen, doch angefangen zu lesen habe ich. Aber ich bin einfach so schlecht im Lesen. Also das klingt so doof, ne? Ich bin schlecht im Lesen, aber ich hab wenig Ausdauer beim Lesen. Und die vielen Freunde, die ich habe, die mir Bücher zum Geburtstag geschenkt haben, die wissen, was damit gemeint ist, schenkt mir lieber Comics, visuelle Sachen, damit kann ich besser umgehen, wie zum Beispiel dieser Film, und der hat mich sehr, sehr mitgenommen und habe damals auch mir diese DVDs mit 21 Stunden Bonusmaterial und so schenken lassen und alles durchgeschaut und so, das ist ziemlich cool, aber du hast es auch gelesen, ne? Ich habe es auch gelesen, ich habe mal angefangen, auf dem Schüleraustausch in England, so 8. Klasse habe ich mal angefangen, die Bücher zu lesen, bin aber nicht so weit gekommen, weil mir dann die ganze Lore, die dann irgendwie so am Anfang doch auf einen rübergeschüttet wird, so ein bisschen viel war und ich nicht so viel verstanden habe. Und habe es dann aber erst wieder angefangen, als dann auch die Filme im Kino waren, und habe es dann zum dritten Film geschafft, alle Bücher zu lesen. Ja. Und merke jetzt rückblickend, dass mir die Filme so ein bisschen überlagern, was in den Büchern stand. Ja, na klar. Ne? Also Aussprüche, Figuren, ganze Figuren, kommen wir auch gleich noch drauf. Deswegen ist es ein ganz schöner Take von dem Set. Guckst dich so. Hier riecht es nach frisch geschnittenem Holz. Ja. Boah, das finde ich einfach so gut. Meine Güte. Ja, ne, dieses Set beruht natürlich auf dem Wissen, was irgendwie alle haben mit Herr der Ringe. Und das sind die Filme, aber explizit die Bücher. Genau, also da haben sie wohl auch Lizenz wahrscheinlich her. Also sie haben sie nicht von dem Film. Ja, ja. Also sie beziehen sich auch ganz, ganz klassisch auf die Bücher. Wo geht's lang? Geradeaus, sagt meine Magic-Karte hier am Handgelenk. Und genau, nach 270 Metern rechts. Okay, also wenn du es auch gelesen hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und jetzt, wo wir gerade über den Ring gesprochen haben, habe ich zwei Fragen an dich. Erste Frage, was macht der Ring genau mit seinem Träger oder seiner Trägerin? Also er macht ihn unsichtbar. Mhm. Ist es bei allen so? Den Ring tragen, frage ich mich. Wenn man jetzt auch mal auf den Film zurückblickt. Film sehen wir es bei Bilbo und bei Frodo. Ja, und bei Sauron, der ist natürlich nicht unsichtbar am Anfang. Stimmt. Und er gibt ihm irgendeine Kraft. Also man sieht dann immer so Visionen ja auch im Film. Und Gandalf und Galadriel scheuen sich auch davor zurück, den Ring anzulegen, weil sie dann fürchten, zu ganz mächtigen, aber grausamen Wesen zu werden. Und es kann nicht nur damit zusammenhängen, dass sie unsichtbar werden. Mhm. Also sie kriegen auch irgendwie die Macht von Sauron. Aber er ist natürlich auch an Sauron gebunden, der Ring. Das heißt, sie gehen einen Pakt mit Sauron dann in irgendeiner Form ein. Mhm. Und in dem Moment, wo sie den Ring aufsetzen, wird Sauron ihrer auch gewahr. Also er weiß, wo sie sind, er sieht sie. Und dieser Blick ist wohl auch sehr durchdringend und geht ins Mark. Und ja, also man fühlt sich dann wirklich unter diesem starren Blick von Sauron und mit ihm verbunden. Es bleibt so ein bisschen ominös, was genau die Macht des Rings dann auch noch weiter ausmacht. Aber er hat zumindest die Macht, alle Völker zu unterwerfen in irgendeiner Form.
wenn man sich ihm hingibt. Und findest du das jetzt flavormäßig mit dem Mechanismus, dass sich das darin widerspiegelt? Eigentlich nicht. Also wo ich die ersten Karten gesehen habe, wo drauf stand, der Ring führt dich in Versuchung, hätte ich eher gedacht, es hat mehr negative Auswirkungen auf einen selber. Mhm. Also es sind jetzt hier kleine, aber dann doch Vorteile, die der Ringträger hat und dem Spieler gibt. Und es gibt so gut wie gar keinen Nachteil. Also es ist nicht, dass du sagst, ich muss mich entscheiden, setze ich den Ring jetzt auf, kriege dadurch einen kurzen Vorteil, aber auf lange Sicht habe ich dann einen Nachteil. Also dieser Flavor ist ein bisschen daneben für mich oder sagen wir mal verschenkt, es ist nicht komplett daneben, aber ich hätte mir gedacht, wenn da steht, der Ring führt dich in Versuchung, dass ich dann irgendeine Versuchung auch ausspielen muss. Wie geht's dir? Ja, mir ging es eine ganze Weile so, bis ich verstanden habe, dass es eigentlich perfekt ist vom Flavor. Ah, okay. Denn was geschieht denn Negatives dem Ringträger? Was ist das, was dem Negatives geschieht? Was ist der langfristige negative Effekt, von dem du gesprochen hast? Er fügt jedem Schaden zu, der ihm in den Weg kommt. Ja, aber nicht dir als Träger. Nee. Genau, und du bist ja im Grunde in dem Moment der Träger. Ja, aber hab ich. Und du hast die Macht. Du kriegst immer mehr Macht von diesem Ring. Ja. Das Problem ist, dass andere Leute es nicht so geil finden, dass du so viel Macht hast. Also kriegst du irgendwann Beef mit den anderen. Und es fängt halt, ne, wenn jemand sagt, hey, ich bin derjenige, der die Macht hat, dann ist es nicht so nett den anderen gegenüber. Und dann fangen die halt in der Kommandorunde an, sich auf dich zu stürzen. Das ist richtig, aber so ein innerer Zwist liegt ja auch dem Spiel schon inne. Ja, aber der innere Zwist kommt eher noch daher, dass Frodo oder Bilbo jetzt nicht sagen können, ist jetzt meiner und ich nehme jetzt diese Macht. Im Spiel, finde ich, begeben wir uns auf die Seite, wo wir sagen, wir nutzen jetzt die Macht des Rings, aber dann natürlich die Probleme der anderen, weil sie sehen, dass wir so große Vorteile davon haben. Also ist dieser langfristige negative Effekt, der findet statt, aber der findet eher zwischen den SpielerInnen statt. Das müsste ich, glaube ich, nochmal spielen, um zu sehen, ob, also ich habe jetzt ein paar Draft-Videos gesehen, wo der Ringträger jetzt nicht sofort immer die größte Gefahr war. Also wo die dann auch entschieden haben, den Ring, okay, der lootet jetzt, den lasse ich mal durch. Ja. Und dann war eigentlich der 6-5-Troll doch die größere Gefahr. Ja. Na gut, ist vielleicht im Limited auch was anderes als in den, wie ich finde, auf den ersten Blick großartigen Commander-Decks, die es dazu gibt, wo ja die ganze, das ganze Spiel noch ein bisschen mehr epische Breite hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz cool ist. Also ich sag mal so, ich habe mir das so schön geredet. Okay. Und kann mich damit ganz gut anfreunden, weil ich dachte auch, hey, eigentlich wäre doch geil, so eine Karte, wo du einen Effekt nach dem anderen auslöst und das wird besser und besser und besser, aber der letzte Effekt, der ist irgendwie krass negativ. Das hätte ich auch erwartet. Und das hat irgendwie gefehlt, wo ich dachte, aber man muss das für sich selber balancen, wie lange man den Ring hält. Jetzt wird hier ein bisschen unwegig. Genau, wir gehen jetzt... Wir müssen noch Trampelpfad hoch. Wir gehen jetzt auch ein bisschen in den alten Wald sozusagen. Aber ich muss schon sagen, dieses Set ist in vielerlei Hinsicht ein absoluter Flavor-Win. Da werden wir sicherlich auch gleich noch genau drauf eingehen, wenn wir ein paar Karten vorstellen, einige unserer Lieblingskarten rauspicken. Genau. Denn wie genau dorthin geschaut wurde und ich glaube, wie lang die DesignerInnen da durchgeschliffen wurden. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich habe so Andeutungen gehört von Aaron Forsyth, dass sie wirklich einen überraschend langen Prozess hatten. Und Dominik Meyer hat mir auch erzählt, dass das Set womöglich auch schon hätte früher rauskommen sollen. Aber die sollen an den Karten gefeilt haben. Und es wurde verlängert, ja, um die Qualität des Sets quasi noch weiter zu steigern. Und ich glaube, an den Karten zu feilen und an dem Flavor zu feilen. Und ich finde, das kann man sehr vielen Karten, merkt man das an. Für mich ist es eines der Sets mit den größten Flavor-Wins, wenn man das so vergleichen kann. Das finde ich auch. Also es passt tatsächlich wieder sehr gut, dieses Universes Beyond, auf dieses Set. Und ich glaube, das ist noch richtig. Jetzt haben wir hier eine Weggabelung, aber hallo. Und umgeben von mückigen Biestern. Also wirklich, wo hast du uns hingeführt? Ich hoffe, wir kommen an. Das ist ein bisschen wie in diesen Sümpfen, ne? Wenn die da durch diese Sümpfe gehen und dann, hier sind es jetzt Büsche. Wenn ich links und rechts gucke, warte ich eigentlich nur, dass mich irgendeine bleiche Gestalt anstarrt. Wir können aber auch, kennst du einen anderen Weg? Ich weiß nicht, guck mal, hier geht so ein Trampelpfad. Genau, wenn ihr diese Aufnahmen hört, drüber steigen. Wenn ihr diese Aufnahmen findet von uns, behaltet uns in Erinnerung. Es gibt noch einen anderen Mechanismus in diesem Set. Ich glaube, wir sind an den Ort gekommen, wo man mit kleinen Kindern hingeht, wenn die mal müssen. Gut. Schön. Dann nehmen wir den anderen Weg. Ja, im Zweifelsfall machen wir einen Schnitt
bis wir wieder an der richtigen Stelle sind. Aber ansonsten könnt ihr uns hier wie beim Blair Witch Project begleiten. Hier gibt es wahrscheinlich einen Geocache. Ach, das ist ein Geocache. Ja. Warte, den heben wir. Mensch, ich bin ja großer Geocaching-Fan. Hier, nimm mal den Ring. So einfach kann es sein. Mensch, Ipopenchi. Einen kleinen Cache gefunden. Dann muss ich nur wissen, wie der heißt online. Frage ich mich mal ein. Spielt ihr auch Geocaches und gibt es vielleicht einen Geocache, der Geocaching und Magic miteinander verbindet? Ist das nur ganz schnell aus, weil es ein Geocache? Nein. Sieht so aus. Das ist ein Manchester Nahverkehrsticket. Okay. So, warte. Jetzt kommt hier. Muss ich einmal eintragen. Ja, mein Nutzername ist GeoGeist, lass mich in Ruhe. Welcher ist heute? Der 21. Ne, der 20. Also die Richtung stimmt anscheinend. Na, fantastisch. Wie heißt denn der Cache jetzt? Das ist natürlich doof. Der steht hier nicht drauf. Gut, aber ich weiß, wo wir langgelaufen sind. Nee, das sieht so aus. Okay. Das sieht noch so aus. So, komm, bevor uns die Mücken jetzt habe ich diesen Stift hier gelassen. Fantastisch. Ich erzähle mal ganz kurz, was noch für Mechanismus gibt. Ne? Bitte. Es gibt noch Aufmarsch, und zwar Zombie-Aufmarsch. Du kennst ja vielleicht noch Aufmarsch aus War of the Spark. Ja, Marsch der Maschine. Nee, War of the Spark. War of the Spark heißt jetzt nicht mehr Aufmarsch, sondern heißt jetzt Zombie-Aufmarsch. Weil jetzt in diesem Set gibt es Ork-Aufmarsch. Die haben das nachträglich umbenannt? Ja, das ist jetzt alles Zombie-Aufmarsch. Ach, ich dachte, das hieß einfach nur Aufmarsch. Nee. Das hieß auch nur Aufmarsch, aber jetzt heißt es in den ganzen Oracle-Texten heißt es jetzt Zombie-Aufmarsch. Das ist ja interessant. Heißt das dann auf den englischen Karten auch irgendwie Amaz Orks? Ja, das heißt jetzt Amaz Orks. Aha. Und immer wenn du jetzt entweder Amaz machst, Zombie oder Amaz Orks, du hast immer nur eine Army. Also du kannst nicht parallel eine Ork-Army haben und eine Zombie-Army, ja, sondern du hast eine Army und wenn dann quasi die andere Army ins Spiel kommt, dann ist es auf einmal eine Zombie-Ork-Army oder eine Ork-Zombie-Army. Genau, das soll symbolisieren, wie Saruman und Sauron. Ich kann mir zwei Orks Armeen dann machen. Genau. Ja, so eigentlich ganz, why not? Ne? Ihre Armeen aufstellen. Richtig. Ja, voll gut. Damit machen sich natürlich auch, geben sich die Möglichkeit, irgendwann noch ganz andere Armeen zu erschaffen damit, mit diesem Mechanismus. Genau, das Beispiel war irgendwie, wenn es Wandelwichte gibt in dem Spiel und der Wandelwicht ist dann natürlich auch eine Army, dann kann der auch +1/+1 Counter kriegen. Mhm. Genau, das gibt's noch. Und als letzten Mechanismus. Ja, hier einfach mal durch die Brennnesseln durch, Martin. Ne? Ja, ich habe auch kurze Hosen an, das ist immer gut. Der Ring führt dich offenbar schon auf direktem Wege. Ey, das ist total authentisch. Genau, also ich finde ja dieses Amaz-Ding, das ist ja ein game-mechanischer Kunstgriff, möchte ich mal jetzt sagen. Ja. Da muss ich mal kurz was zu sagen. So eine Armee, eigentlich bildet sich ja eine Armee in Magic dadurch ab, durch eine sogenannte Go-Wide-Strategie. Ich mache viele Tokens, die liegen nebeneinander, es gibt ein breites Board. Und ich greife mit vielen kleinen 1-1-Soldaten an. So, und jetzt hat man aber hier einen Mechanismus gemacht, der quasi einen Token ins Spiel bringt, 0-0, und der kriegt +1/+1 Marken. Ja. Und diese +1/+1 Marken repräsentieren sozusagen unsere Stärke. Unsere Stärke, die Stärke der Armee, die Masse der Armee sozusagen. Und das ist natürlich ganz schlau. Weil du kannst freier mit +1/+1 Marken umgehen als mit Tokens. Mit Tokens kannst du so viel Zeug machen. Dieses so stark wäre das, wenn es jetzt hieß Amaz 3 und du machst halt einfach 3 Tokens damit. Das wäre einfach viel zu strong game-mechanisch. Also hat man es quasi ein bisschen umschifft und hat einfach gesagt, guck mal, diese eine Karte, das sind viele und das repräsentieren wir durch viele +1/+1 Marken. Das ist ziemlich schlau. Die haben quasi einen Mechanismus gefunden, der zum Flavor irgendwie passt und trotzdem das Spiel nicht kaputt macht. Cool. Also ich habe davor sehr viel Respekt. Ich habe das auch sehr gerne gespielt in War of the Spark. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Zombie-Armies zu machen und die dann für verschiedene Zwecke einzusetzen, entweder als Token zu opfern oder sie ganz groß werden zu lassen oder Zombie-Vorteile zu genießen. Also das ist... Zombie-Vorteile zu genießen, das ist schön. Rufen Sie jetzt an für Ihren Zombie-Vorteil. Nee, sehr schön. Also es freue ich mich auch sehr, das drauf zu spielen. Es gibt außerdem noch Speisespielsteine, Food-Tokens, also auch nochmal Tokens. Großes Thema in dem Set. Kommen wir gleich noch drauf. Landumwandlung gibt es noch. Also so Standardland kannst du cyclen. Cycling, genau. Mhm. Sagen natürlich. Ja. Gibt es viel zu irgendwie erzählen. Müssen sie rein, ne? Und was mir jetzt noch nicht so bewusst aufgefallen ist, also oder was ich nicht so bewusst wahrgenommen habe in den ganzen Videos, die ich jetzt geschaut habe, historisch gibt es wieder.
Also ein Mechanismus, der darauf achtet, ob ein Artefakt, eine legendäre Kreatur oder eine Sage im Spiel ist oder ins Spiel kommt. Genau, und Betäubungsmarken gibt es wohl auch noch. Ja, die Stun-Counter, da gibt es ein paar ganz gute Karten, mit denen man ganze Armeen lahmlegen kann, stunnen kann. Ja, das Historic habe ich nicht mitbekommen, aber wer weiß, wird es vielleicht mal eine einzelne Karte irgendwo geben. Oder vielleicht auch in den Commander-Sets-Decks, das weiß ich nicht genau. Ja, genau. Dann, kommen wir mal. Das klingt reichhaltig. Das klingt auf jeden Fall viel und es klingt erstmal nach nicht so bombastischen Mechanismen, aber die gefallen mir eigentlich meistens ganz gut, weil die unglaublich vielseitige Strategien möglich machen. Hm. Gut, kommen wir mal zur Lore und zum Worldbuilding. Ja. Es gibt diesmal keine Web-Stories. Nee, warum eigentlich? Sondern es gibt wieder ein Buch, also das haben sie jetzt irgendwie wieder... Die haben ein Buch dazu rausgebracht. Ja, in drei Bänden gibt es wieder jetzt ein Buch zu diesem Magic-Set, ja. Von dem relativ unbekannten Autor, der hat, glaube ich, nicht so viel geschrieben, der hat 2-3 Bücher geschrieben. So ein Brite, Tolkien. Ja, also... Creature Tolkien. Ja, da gibt es ja dieses... Das hat der Alex aus unserer Playgroup entdeckt. Es gibt diesen Token im Set, den Halfling-Token, den Hobbit-Token. Ja. Und der hat als Creature-Type, steht ja unten mal Creature-Token. Und auf dem steht Creature-Tolkien drauf. Ah, oh, das ist aber pfiffig. Ja. Ist der auch nach dem Antlitz von J.R.R. Tolkien gemacht? Nee, ich glaube nicht, aber... Ist auch nur im Digitalen, aber selbst da fand ich den Gag gut genug, um ihn kurz zu erwähnen. Ja, also ist eine schöne Idee. Ist natürlich eine unglaublich reiche Welt. Ist quasi das Fantasy-Setting schlechthin, von dem sich ganz viele andere Fantasy-Settings ableiten. Alle. Gefühlt doch alle, gefühlt oder? Gefühlt alle, genau. Und auch die Klassen und Völker, die es da drin gibt, die sind so prototypisch geworden in allen Fantasy-Umgebungen. Mhm. Das ist schon so die Mutter und der Vater von allen Fantasy-Settings. Ja, das ist schon witzig, ne? Wie irgendwie, ich meine, Dungeons and Dragons nimmt ganz, ganz viel aus der Herr der Ringe-Welt. Magic nimmt ganz, ganz viel aus Dungeons and Dragons. Und plötzlich kommt sozusagen das Urenkelkind vom Herr der Ringe. Und es gibt wieder eine Zusammenkunft, ein Gathering mit einem der großen Ausgangspunkte für dieses Kartenspiel. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, funktioniert auch sehr gut. Es gab keine Widerstände. Nee. Für dieses Universe is Beyond. Wenn Universe is Beyond das ist, dann können sie das ständig machen. So, wenn es immer dieses Gefühl mit sich bringt, dieses Gefühl von Nostalgie, von nach Hause kommen, von es ist eine vertraute Welt und irgendwie finden wir jetzt eine neue spielerische Interpretation davon, die wir vorher noch nicht so hatten. Es gab natürlich das Herr der Ringe Sammelkartenspiel, was auch sehr, sehr komplex war und sehr viele Fans hatte oder immer noch hat. Aber es ist nicht Magic. Und jetzt haben wir es eben auch auf den Magic-Karten. Und nicht nur den Karten, sondern eben auch in den Illus. Und wir sehen, wie die besten IllustratorInnen der Welt in diese Welt hineingelassen werden. Und plötzlich sich ein visuelles Feuerwerk über uns ergießt. Also das ist wirklich... Da läuft mir echt das Wasser im Mund zusammen. Wie so den beiden Pilzwachhunden. Ja. Ne? Also wenn wir vielleicht heute nicht Frodo und Sam sind, dann sind wir vielleicht die Pilzwachhunde, die einmal quer durch Mittelerde streunen. Und gucken, was sie so finden. Genau, fang und greif. Genau, habe ich nochmal nachgeguckt. Das steht auch im Flavortext auf der Karte. Ja. Sie tun euch nichts, aber ich befehle es ihnen. Komm, greif, fang, bei Fuß. Könnte auch noch ein dritter Hund dabei sein, der bei Fuß heißt. Ja. Bauer Maggot sagt das. Genau, die Pilzwachhunde sind eine Common-Karte, Kreatur Hund, kostet 1 und ein grünes. Und die haben den Text, opfere eine Speise, lege eine +1/+1 Marke auf die Pilzwachhunde. Sie erhalten Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. So, und so würde ich mal sagen, in dieser Manier streuen wir mal herum, gucken, ob wir ein bisschen Food finden, ob wir dem Ring hinterher eilen können und was sonst noch so in dieser Welt passiert, während der Ring quasi auf dem Weg nach Mordor ist. Wir sind jetzt auch schon ganz nah an Mordor dran hier. Also warst du schon mal tatsächlich? Auf dem Teufelsberg? Ja, so hier an diesem, also wir sind jetzt an der... Was ist das hier? Das ist ein Zaun und dahinter ist Müll. Genau, so ein Containerlager. Ah. Oder, also, schön. So wie ich es jetzt sehe. Ein bisschen wie so Isengard hier. Ja, oder dieses Orklager, was da vor dem Berg ist. Ist auch ein Wohnwagen. Ja. Okay. Ja, das, ja.
Ist auch ein Wohnwagen, ja. Der könnte. Wo wohnt eigentlich Sauron? Und der hat in dem einen Turm, oder? Oben drauf, so als Auge. Genau, der wohnt ganz oben. In einem der zwei Türme. Guck mal, da kommt jemand. Hey, wer kommt da? Kommen sogar zwei. Jetzt kommen sogar zwei. Ah ja. Okay, die eine hat was Grünes an, würde ich sagen. Und da habe ich auch gleich mal eine Frage für dich. Denn eine der ersten Karten, die ich sozusagen gern vorstellen möchte, heißt Goldbeere, ja. Tochter des Flusses. Sehr schön. Ich habe noch nie davon gehört. Muss die gleich mal für mich einordnen. Ja, das kann ich gerne machen. Warte mal, ich sag dir einmal kurz, was die macht. Ugh, Strüpp. Also, kostet eins und ein blaues, ist eine legendäre Kreatur, Nymphe, mit einem fantastischen Artwork von Marie Magny oder Marie Mani, weiß ich auch nicht genau, wie man sie ausspricht, je nachdem, woher sie kommt. Und die macht Folgendes. Tap, bewege eine Marke jeder Sorte, die nicht auf Goldbeere, Tochter des Flusses liegt, von einer anderen bleibenden Karte deiner Wahl, die du kontrollierst, auf Goldbeere. Sagenmarken, +1/+1 Marken, ne? Was auch immer sich da irgendwie unterwegs ist. Für Blau und Tap hat man eine weitere aktivierte Fähigkeit und die macht, bewege eine oder mehrere Marken von Goldbeere auf eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Dann kannst du zum Beispiel eine Sagenmarke von der Sage runternehmen, dann läuft die ein bisschen länger. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der ganze Flavor, oder schon ein Teil des Flavors, der da drin steckt. Denn Goldbeere ist die Frau von Tom Bombadil. Aha. Und Tom Bombadil ist eine Figur, die im Film nicht auftaucht, aber die ein sehr großes Ansehen genießt unter den Lesern. Da kommen so ein paar Orks auf Fahrrädern. Warte mal kurz. Hallo? Ah, noch einer. So ein versprengter Vierter hinterher. Ein bisschen gruselig auch hier. Ne? Ja, ist gucken, wen man in die Augen schaut. Weiß und nicht, wer hier so kommt. Nee. Genau, also Goldbeere ist die Frau von Tom Bombadil. Und Tom Bombadil ist so eine mystische Figur, von der gar nicht so ganz klar ist, wer oder was er ist. Goldbeere beschreibt ihn nur als er ist, auf die Frage der Hobbits, wer oder was Tom Bombadil denn sei. Und es gibt so verschiedene Theorien, wer das sein könnte. Entweder der Erschaffer dieser ganzen Mittelerde-Welt oder einer der Valar oder der Götter, die quasi einfach nur da sind. Weil er mischt sich auch nicht in die Konflikte ein, obwohl es heißt, er sei der Meister über alles. Also okay. Er isst, vielleicht hat er Hunger. Nee, ist schon. Es gibt ja mehrere Übersetzungen von Herr der Ringe und keiner ist es, glaube ich, mit 2 S geschrieben. Genau, und das ist eben schon mal so ein Zeichen, wie gut hier auch Figuren eingebaut wurden, die man aus den Filmen nicht kennt, aber die halt fürs Buch ganz, ganz ikonisch sind. Ich habe auch noch eine rausgesucht, Glorfindel, furchtloser Reiter, legendäre Kreatur, 11 Adliger für 2 und ein Grünes, 3-2 Elf ins Spiel. Und immer wenn du Hellsicht anwendest, bestimme 1 und Glorfindel, furchtloser Reiter, erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und Glorfindel muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Und Glorfindel kann in diesem Zug in jedem Kampf von höchstens einer Kreatur geblockt werden. Also das entscheidest du dann quasi. Und ich weiß nicht, ob diese Figur bewusst ist. Das ist quasi das ist quasi derjenige, der Frodo und die Hobbits und Streicher, also Aragorn, nach Bruchtal bringt, als Frodo von der Morgul-Klinge auf der Wetterspitze angegriffen wurde. Im Film ist es Arwen. Ja, eben, genau. Weil sie der eine größere Rolle im Film geben wollten. Ja, ja. Aber eigentlich ist es eben dieser Elf, der in Bruchtal wohnt und auch sehr schnell reitet. Okay. Ja, Arwen ist auch sehr schnell geritten. Okay, ja, danke dir, danke dir. Ja, merkt man echt so, für mich erweitert sich jetzt gerade das Herr der Ringe Universum ein bisschen. Und ich finde es geil, dass es das durch ein Spiel macht. Und nicht durch eins der anderen Formate wie Film und Buch. Also, deswegen bin ich gespannt, was mir noch so begegnet. Ich habe auch gehört, Radagast ist ja auch noch so ein Zauberer, der in den Filmen nicht auftaucht. Zumindest in den Film nicht, den haben sie an den Hobbit reingeschrieben. Genau. Mit seinem Kaninchenwagen. Ja, genau, genau. Aber genau, der taucht auf und auch ganz viele Figuren, die zwar vielleicht im Film im Abspann benannt sind, aber nie so angesprochen werden im Film. Das ist ja eigentlich so ein Star-Wars-Klassiker, das so heißt diese Figur, die 2 Sekunden im Bild ist und da gibt es eine ganze Lore dahinter. Aber genau, also es lohnt sich da wirklich auch nochmal ein Buch zu blättern. Ja, das kann man, glaube ich, eh so stehen lassen. Ne? Also wenn ich jetzt hier die Filme feiere, heißt es nicht, dass ich das Buch nicht gut finde. Ich kenne es einfach nicht. Martin kennt beide Welten und wir kennen Magic.
Deswegen gehen wir hier auch ein bisschen so durch, was uns an Magic-Karten interessiert, wo uns der Flavor besonders interessant findet oder ja, was auch immer. Und ich habe gesehen, du hast dir noch eine Sage rausgesucht, die finde ich ganz interessant. Genau, also ich habe rausgesucht Hin und Zurück. Das ist ja, das spielt so an auf den Hobbit, ist eine Sage 3 und 2 rote. Mhm. Und die kommt ins Spiel und erstes Kapitel ist, bis zu einer Kreatur deine Wahl kann nicht blocken, solange du hin und zurück kontrollierst, der Ring führt dich in Versuchung. Dann zweites Kapitel, durchsuche deine Bibliothek nach einer Gebirgekarte, bringe sie ins Spiel und mische danach. Und drittes Kapitel, erzeuge Smaug, einen legendären 6-6 roten Drachen-Kreaturspielstein mit Flugfähigkeit Eile. Aha. Und wenn diese Kreatur stirbt, erzeuge 14 Schatzspielsteine. Warum 14? Das klingt sehr spezifisch. Na, ich glaube für die Zwerge. Ah ja, na klar. Bilbo und Gandalf. Für jeden einen. Jeder nimmt einen Schatz damit aus diesem Abenteuer. Ja, das ist ein bisschen die Zusammenfassung des Hobbits quasi, genau, der so vorgeschrieben wurde. Und das finde ich sehr schön, wie halt hier auch Geschichten in der Geschichte als Geschichten in der Spielgeschichte dargestellt werden. Ja, na klar, ist natürlich eine Vorgeschichte von Herr der Ringe, aber nicht Teil des Ganzen. Ja. Ah, ist ja interessant. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen Smaug-Token hierfür, ne? Müsste es eigentlich geben, genau. Als heute Smaug einen legendären, genau. Und, bestimmt. Token. Genau, und dann gibt es halt noch weitere Geschichten. Das Lied von Gil-galad zum Beispiel, das wird auch im Buch gesungen, referenziert. Und das ist halt schön, dass diese Gesänge, die halt doch einen großen Anteil auch im Buch haben, ja, ne? Ja. Auf Sagen dann abgebildet werden. Finde ich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, ich habe ja nur angefangen zu lesen und mir sind sofort irgendwie 3, 4, 5 Lieder über den Weg. Genau, das war auch der Punkt, wo ich beim ersten Mal lesen aufgehört habe zu lesen, weil ich dachte, boah. Im Film gibt es, glaube ich, 2 große Lieder. Das eine ist das Lied zwischen Arwen und Aragorn. Mhm. Ich glaube, das wird nicht gesungen, oder? Also singt Aragorn auch? Singt auch mal so ein bisschen zwischendurch, wo sie auf der Wanderschaft sind. Ja, das ist ganz schön. Ganz, ganz, ganz zart eingefügt. Und dann gibt es natürlich das ganz bekannte Lied von Pippin, was er singt, während er beim, wie heißt dieser König gleich nochmal? Bei Denethor, dem Truchsess. Denethor, genau. Truchsess von Gondor. Oh ja, 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 ja. Was eine sehr, sehr kraftvolle Szene, wo ich am Anfang dachte, jetzt wird gesungen, jetzt wird es peinlich, guck lieber weg. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie es gut geschafft haben, einen richtigen Ton zu treffen. Das ist dem Film übrigens allgemein sehr hoch anzurechnen, dass sie es immer wieder schaffen, einen Ton zu treffen, der eben nicht pathetisch ist, sondern ja, das den Pathos der Geschichte irgendwie rausholt. Sind auch gut gealtert, die Filme. Oh ja. Wie oft ich das gehört habe. Ja. Ich finde es sehr schön. Da scheinen sich viele einig zu sein darüber. Du hast noch eine Sage rausgesucht. Ja, genau. Aber die ist, glaube ich, jetzt nicht relevant dafür, was im Buch als Sage rezensiert wird, sondern die lange Liste der Ents fand ich einfach nur sehr schön, weil natürlich auch die Ents sehr langsam sprechen und sehr viel aufzählen. Und dann, wenn Baumbart aufzählt, welche Kreaturen er alle nicht kennt. Und das wird hier sehr schön gelöst, indem es hier 6 Kapitel gibt. Und jedes Kapitel ist quasi, du nennst einen Kreaturentyp, der noch nicht genannt worden ist. Und die nächste Kreatur von diesem Typ, die ins Spiel kommt, in dem Zug, kriegt einen +1/+1-Counter. Mhm. Ist sehr schön. Das ist aber eine Sage einfach mit 6 Kapiteln. Ja, weil die Ents sehr lange erzählen und sehr langsam. Genau, also fand ich sehr schön. Gut, warte mal, jetzt haben wir uns eigentlich... Eine Rast verdient. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz... Meister Geiss macht sein Bündel auf, das er von den Elfen zu Hause bekommen hat. Viel schneller ran. mach ich mal ein Foto. Das könnt ihr dann bei dem Kapitel sehen. So, Moment. Ich muss einmal mein Mikro richten. Ja. Ich habe meins vor 300 Metern schon verloren. Das wäre schön, ne? Ja. Okay. Achtung, Mücke. So. Die hatte ich dann, glaube ich, voll erwischt. Entschuldige bitte. So, ich würde sagen, jetzt können wir uns einmal stärken. Ich öffne mal kurz meine Blättertupper. Sehr gut. Und biete dir ein bisschen Lembas an. Oh, geil. Fantastisch. Mhm. Ja, da hast du jetzt ganz schön viel genommen. Musst jetzt wahrscheinlich 3 Tage lang nichts mehr essen. Oh, das wäre so gut. Mhm. Oh. Sieht auch ein bisschen trocken aus. Schmeckt jetzt auch ein bisschen trocken. Gar nicht. Also, Lembas ist auch eine Karte. Eine Karte, die im Pauper ein bisschen die Runde macht. Hat da jemand Pauper gesagt? Also Lembas ist ein Artefakt, eine Speise. Kostet 2 Mana, ist natürlich eine Common. Und macht Folgendes, wenn das Lembas ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an und ziehe dann eine Karte. Und für 2 Mana Tap kannst du es opfern, erhältst 3 Lebenspunkte dazu, wie bei einem Speisestabilstein auch. Aber wenn es in den Friedhof gelegt wird, dann mischst du es zurück in deine Bibliothek. Das ist fantastisch, es wird nie alle.
Hasten, genau, das wird nie alle. Und mechanisch ist es natürlich super spannend, weil es jetzt zum Teil ein paar Karten, die sehr, sehr lange im Pauper gespielt wurden, anfängt zu setzen. Und damit wird gerade rumexperimentiert. Jetzt war neulich erst das neue Pauper-Geddon, das größte Pauper-Turnier der Welt. Und da wurde diese Karte schon ganz, ganz viel gespielt, quasi sozusagen am Tag der Erscheinung. Ja, super spannend und geil, dass wir quasi jetzt ein paar Herr-der-Ringe-Karten haben, die bleiben werden. Die einfach jetzt gespielt werden. Und Lembas, was ich vorher immer nur im Kontext von wir machen mal einen Filmeabend benutzt habe, das ist jetzt einfach Teil dieser Magic-Welt. Und wenn es halt in diese Legacy-Format wie Pauper oder andere auch hineinschafft, dann kann es durchaus sein, dass jetzt irgendwie Gandalf und Co. Im Magic-Kanon sein werden, dauerhaft. Und immer wieder auch wieder, dass es uns immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Finde ich aber auch sehr schön, dass es eben kein Standard-Set ist, sondern dass es so ein Legacy-Set ist. Quasi, weil es hat eine reiche Geschichte. Und deswegen ist es nicht so dieser kurzlebigen 3-Jahres-Frist, sondern es hat halt seine Stärke spielt es aus in den langfristigen Formaten. Genau. Finde ich sehr schön. Ja, die Karten sind legal nicht im Standard, aber in Modern. Also offenbar auch nicht in Pioneer, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall nicht in Standard, weil das weiß ich gar nicht. Tatsächlich, Zitat von Aaron Forsyth, das relativ unklar war, wann es rauskommt. Weil sie so lange schon dran waren, dass sie nicht planen konnten, diese und jene Karten sind jetzt im Standardformat drin. Ah, okay, interessant. Konnten das quasi nicht so zielgerichtet designen. Deswegen sind sie einfach jetzt Teil von diesen ja, längerlebigen Formaten. Finde ich aber auch schön, nimmt so ein bisschen Druck raus. Ja. Aus den Karten, glaube ich. Insgesamt, ne? Auch wahrscheinlich bei den Designern mal was nicht für Standard zu designen. Ja. Ein Spielformat, was wenige Leute mittlerweile spielen, aber trotzdem irgendwie ernst genommen werden muss. Weil kann ja sein, dass wieder mal jemand damit anfängt. Vorsicht, hier geht's steil runter. Hier geht's wirklich steil runter. Was ist denn hier los? Wow. Wir kommen näher auf jeden Fall. Das Gelände wird unwegiger. Nicht, dass ich noch tragen muss. Und der, das wäre es noch. Der Turm drückt in die Nähe. Wir sehen ihn mittlerweile kaum mehr. Also in der Entfernung ist er nicht mehr zu sehen. Vor uns sind so ein paar. Oh, aber wir können hier schon. Oh, ist das Lembas runtergefallen? Ganz gut weit gucken. Wow. Oh ja, krass. Oh Mensch. Da merkt man erst wieder, dass Berlin nicht nur eine Stadt ist, sondern ein Teil von dem Land. Ja, von dem Bundesland, wo eigentlich sonst nicht so viele große Städte sind, sondern wir sehen hier Wald. Und ja, ist ein bisschen wie. Es fühlt sich sonst immer an wie Ravnica, weißt du? So ein Plain komplett nur bestehend aus Stadt. Ja. Guck mal, da hinten sind wir hergekommen. Da ist das Auenland. Krass. Ist schon sehr drückend hier oben. Also die Hitze vom Vulkan. Machen wir uns echt eine Weile unterwegs. Komm, stell mir noch eine Karte vor. Ich stelle mir noch eine Karte vor und zwar haben wir hier eine schöne Rubrik Filmische Momente. Und ich fand eine Karte, die ist richtig gut. Die ist nicht in dem Draft-Set drin, sondern die ist Teil des Commander-Sets. Ich glaube sogar in dem, was du dir rausgesucht hast, die Reiter von Rohan. Ich bin so froh, dass ich mir das rausgesucht habe. Ich freue mich so, das bald zu spielen. Genau, ich habe noch keinen deutschen Titel gefunden, aber der englische Titel ist Call for Aid. Ruf nach erinnern, Hilfe, klingt so ein bisschen, ne? Genau, wenn wir uns erinnern, das zeigt auch die Illustration. Rohan zündet, Gondor zündet die Leuchtfeuer an, beziehungsweise Pippin zündet die Leuchtfeuer an, weil Denethor nicht Rohan um Hilfe rufen will, aber Gandalf ist der Meinung, nee, die brauchen wir trotzdem. Und dann ruft quasi Gondor vermeintlich Rohan um Hilfe, weil die Leuchtfeuer entzündet werden und über eine sehr geile Sequenz im Film dann auch dargestellt wird, wie das Leuchtfeuer übers Land läuft und Leute, die da auf so einem Berg sitzen, eben diese Leuchtfeuer anzünden. Genau. Hm. Und was es macht, diese Karte, ist für vier ein Rotes. Ist eine Hexerei. Du bekommst Kontrolle über alle Kreaturen, die ein Gegner kontrolliert. Du enttappst sie und die kriegen Haste, also Eile. Das ist so gut. Und dann kannst du mit allen Kreaturen angreifen, aber eben nicht denjenigen, von dem du die Kreaturen geklaut hast. Klar. Ne, hast du nicht geklaut. Die wurden dir gegeben, genau, die wurden um dir in die Schlacht zu ziehen. Die kommen zu Hilfe. Ja. Und das ist, finde ich, opfern richtig, kannst richtig du gut. Auch nicht. Und du kannst auch nicht opfern, genau. Ja. Ich habe die auch zweimal lesen müssen, weil ich dachte, okay, gut, ich klaue die Karten, die Kreaturen vom Gegner. Also es ist eine richtige Commander-Karte. Es macht schon Sinn in Commander. Durch und durch. Oh, guck mal, jetzt hier, das schwarze Tor öffnet sich. Oh, dann kommt die Stimme Saurons. Ja, der Mund Saurons. Der Mund Saurons, ja. Einer der geilsten Character-Designs im Film auf jeden Fall. Das ist schon diese richtig Figur, gut. Die einfach mit so einem Helm bedeckt war und nur der riesige Mund hat rausgeschaut. Da. Ich glaube, da geht's weiter. Hier, das Schlachtross tönt.
Einer meiner Lieblingsmomente im Film. Erzähl. Wurde auch mit einer Karte gesegnet. Und zwar ist das die Lockengabe. Mhm. Drei und ein grünes, eine Verzauberung, Aura. Die hat aufblitzen, kommt unerwartet, die Lockengabe. So wie sie für Gimli auch, auch unerwartet kam. Verzaubert eine Kreatur. Also diese Lockengabe, tatsächlich drei Haare, die verzaubern Gimli. Und wenn die Lockengabe ins Spiel kommt, wendet Hel sich zwei an. Das kann ich flavormäßig nicht ganz so einordnen, woher diese Hellsicht kommt. Aber die verzauberte Kreatur hält +3/+3. Genau. Und es gibt diesen wunderbaren Moment im Film. Und ich glaube, die ist nur in der Extended Version drin. Die Hobbits verlassen quasi, nachdem sie bei den Elben im Wald waren, verlassen sie diese, gehen auf die Reise und bekommen noch ein paar Geschenke mit. Wie zum Beispiel Lembas Brot, ja. Oder das Seil, was Frodo bekommt. Und die Umhänge. Die Umhänge, genau. Und Gimli, dieses wunderschönen Moment auf dem Boot. Man hat nicht gesehen, was Gimli bekommt, aber danach im Boot erzählt er davon. Und man sieht, dass er so zu Tränen gerührt ist. Dann wird gefragt, Gimli, was denn los? Hast du auch was bekommen? Er sagt, ja, ich habe auch was bekommen. Was denn? Ich hab um ein Haar von Galadriel gebeten. Und? Und sie hat mir drei gegeben. Ja, das ist eine sehr schöne Szene. Oh. Ich kann nicht mehr so richtig auseinanderhalten, was in der Extended Version drin ist und was ich im Kino damals gesehen habe, aber das ist eine sehr gute Szene. Mensch, ach, das ist so rührend und beschreibt so toll diesen Charakter von Gimli, der leider hinter einer dicken Maske gespielt werden musste von John Rhys-Davies, der jetzt übrigens auch im Herr der Indiana Jones 5 wieder dabei sein wird. Ach, ja. Als Salah? Ja, genau. Geil, ne? Ja, großartig und eine ganz tolle schauspielerische Leistung durch diese dicke Maske hindurch. Und hat eine Karte bekommen. Schön. Ja. Woher die Hellsicht 2 kommt, na, die denken wir uns. Er hat jetzt besondere hellsichtige Fähigkeiten. Also halt diese Elbenfähigkeit. Ja. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, insofern macht es natürlich Sinn. Aber nur für die Elben. Also jetzt weniger für Gimli. Ja, ja. Okay. Dann haben wir... Einen kleinen filmischen Moment noch. Mach so mal. Dann höre ich vielleicht nicht auf. Aber dann erzähl doch mal und ich trinke mal kurz was. Ja, das ist gut. Stay hydrated. Ich darf jetzt nicht sagen, es ist ein schöner Moment im Film. Aber es ist ein denkwürdiger Moment. Und zwar der Tod von Boromir am Ende des ersten Teils. Denn da gibt es diesen absurden Moment, wo er gegen diesen großen, ich glaube, es ist ein Ork, es ist noch kein Uruk-hai. Der kommt aus Isengard. Ja, genau, doch, gegen diesen ersten Uruk-hai kämpft. Und der hat einfach diesen fettesten Bogen, den man sich vorstellen kann, mit so Pfeilen, ja. so dick wie mein Unterarm. Ja, so. Und Boromir hält sich wacker, hat ja auch seine Katharsis irgendwie total durchlebt, ne, indem er erst den Ring an sich reißen wollte und dann doch letztlich sich dazu entschieden hat, den Ringträger, also Frodo und Sam, zu beschützen. Und sich quasi den Uruk-hai in den Weg zu stellen und damit auch seinem sicheren Tod ins Auge zu blicken. Und dieser Uruk-hai schafft es tatsächlich am Ende, Boromir zu erwischen. Und so, und so ein dicker, fetter Pfeil dolcht halt mitten in seine Brust hinein. Und dann passiert aber im Film Folgendes. Jean Bean, der den spielt, der macht einfach weiter. So ein bisschen wie der schwarze Ritter bei Monty Python. Ja, Ritter der Kokosnuss. Oh, das geht auch noch. Ist doch noch gar nichts. Und kämpft weiter und dann bam kommt der nächste Pfeil und bam kommt der nächste Pfeil und bam kommt der nächste Pfeil. Und dazu gibt es eine Karte. Und die heißt Bitter Downfall. Ja? Im Deutschen bitterer Untergang. Ist nicht so ganz. Downfall hat natürlich auch so was von Hinfallen, ja. Stürzen. Mhm. Ne? Und was zeigt die Karte? Typ, der steht und kämpft mit einem abgebrochenen Schwert. Aber es zeigt nicht, wie jemand untergeht, sondern wie jemand steht und kämpft. Genauso wie das im Film der Fall war. Die Karte, kann ich kurz erwähnen, ist ein Spontanzauber, kostet 3 und ein schwarzes, ist eine Ankommen und kostet 3 weniger, falls er eine Kreatur als Ziel hat, der in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Also wir spielen quasi nicht Boromir, der standhaft ist, sondern wir spielen im Grunde den Uruk-hai, der hier Boromir umbringt. Denn wenn Boromir quasi schon Schaden zugefügt wurde, indem ich schon mal 3 Pfeile reingeschossen habe, dann kostet mich dieser Spell eben nur noch ein schwarzes. Dann muss ich quasi nur noch mit dem Finger stupsen und der fällt nach hinten um. Genau, und dann heißt es eben, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, ihr Beherrscher verliert 2 Lebenspunkte. Das ist natürlich tragisch
für die gesamten Gefährten, dass Boromir fällt. Und daher erklären sich wahrscheinlich auch diese zwei Lebenspunkte, die man quasi noch verliert. Ja, großartiger Moment und finde ich, genau, jetzt weiß ich natürlich nicht, ne, was steht davon auch im Buch zu diesem Kampf, aber ich könnte mir vorstellen, dass es genauso übernommen wurde und hier wunderschön matcht miteinander. Interessanterweise, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen, die Kämpfe oder die Schlachten sind im Buch sehr kurz. Ja. Also es sind nur wenige Seiten, also 3-4 Seiten und im Film sind es natürlich epische Kämpfe, aber im Buch ist alles ein bisschen... Klar, so ein Buch hat andere Mittel, ne? Kann andere Dinge besser, als es ein Film kann, der halt visuell und audiovisuell vor allem ist. Ich würde auch gerne noch eine Flavorkarte vorstellen. Unbedingt, hau rein. Davon haben wir genug. Genau, und zwar die Waldläufer aus Ithilien. Kreatur, Mensch, Waldläufer für 2 und 2 blaue. Für 3/3 Waldläufer mit Wachsamkeit. Schon mal sehr gut. Ja. Das sind quasi die Truppen von Faramir, die sich da in den Wäldern von Ithilien verstecken und Orks jagen. Und denen dann auch die Hobbits und Gollum in die Hände laufen. Mhm. Und diese Szene wird eben nicht hier auf der Karte dargestellt. Also, die haben Wachsamkeit und wenn die Waldläufer aus Ithilien ins Spiel kommen, übernimm die Kontrolle über bis zu eine Kreatur deiner Wahl mit niedrigerer Stärke, also sie nehmen jemanden gefangen, solange du die Waldläufer aus Ithilien kontrollierst. Und dann führt der Ring dich in Versuchung. Also, den läuft quasi der Ringträger in die Hände. Mhm. Und... dann überlegen sie, was macht man mit dem Ring? Also Faramir grübelt ja lange, was macht er mit dem Ring? Also Faramir hat ja eine unfassbar tolle Karte, ein alternatives Artwork von Dominik Meyer, der ja, ich glaube, 9 Karten gemacht hat, die alle in diesem Ring-Frame gemacht wurden. Es gibt noch jemanden, der noch mehr gemacht hat. Kommen wir gleich dazu. Aber Faramir ist eine ganz, ganz tolle Illustration und auch ein ziemlich interessanter Typ, finde ich. Das ist der Bruder, der kleine Bruder von Boromir, ne? Genau. Ja. War schön. Ja. Ich hab so ein Draft-Video angeguckt, ich glaube von LSV. Ja, habe ich mir auch eins angeguckt. Ja. Wo er dann überlegt hat, hatte Faramir im Spiel, greife ich jetzt an und so. Und hat es dann nicht gemacht. Und der Chat hat dazu geschrieben, also Boromir hätte angegriffen. Sehr gut, sehr gut. Ich glaub, und solche gut. Flavor-Gags, die kannst du halt sehr gut machen bei diesem Set. Vor allen Dingen, stell dir vor, wenn die Lore so gut wäre wie von Herr der Ringe für andere Magic-Sets und alle die Lore dieser Magic-Sets so gut kennen würden, Stimmt, viel stärker das dieses Spiel noch machen würde, so als in der kollektiven Wahrnehmung und im kollektiven Erlebnis. Also, ja. Hier Alex aus unserer Playgroup, der hat ja auch ein Foto gepostet von seinem Pre-Release, wo er mit dem Balrog angegriffen hat und von 2 Gandalfs geblockt wurde und der Balrog nicht vorbei konnte. Du kommst nicht vorbei. Ja. Damals habe ich natürlich noch auf Deutsch geschaut, als ich im Kino war. Schön. Ich habe auch noch einen Flavor-Win. Ja. Und ich habe ihn nur auf Englisch rausgesucht. Jetzt müssen wir mal gemeinsam ein bisschen übersetzen, denn hier steht viel Text drauf. Es geht nämlich um Gollum, Scheming Guide. Du kommst mir auch ein bisschen vor, wenn ich mir vorstelle, wo wir hier hinkommen. Ja, ich hoffe, du führst mich in die richtige Richtung und ziehst dir nicht Maske ab und bist plötzlich Gollum. It was me all along. It's me. Also, Gollum ist eine legendäre Kreatur. Natürlich. Halbling und Schrecken. Gerne. Schon wieder so ein seltsames Pferd. Wie ein Nazgul. Haben wir schon mehrere von denen. Wie viele hatten wir jetzt? Haben wir 5 Nazguls gesehen. Ja. Wie viele gibt es? 9 insgesamt. 9, ne? Ja. Sehen auch alle unterschiedlich aus. Sehen alle unterschiedlich aus, ja. Ja, kann man bestätigen. Also, wenn Gollum angreift, look at the top 2 cards of your library. Okay, schaue ich mir die obersten Karten meiner Bibliothek an. Mhm. Put them back in any order. Okay, gut, soweit klar. Ich packe sie zurück in einer beliebigen Reihenfolge. Then choose land or non-land. Land oder nicht Land. Das ist hier die Frage. Und jetzt muss ein Gegner vermuten, ob oben auf der Bibliothek welche Art oben auf der Bibliothek liegt. Also Land oder Nicht-Land. Ah, sehr gut. Mhm. So, ein kleines Rätselspiel. Das ist natürlich ganz geil, ne? Wenn man sieht, okay, der hat jetzt so viele Karten im Spiel, Länderkarten und so weiter. Man kriegt so ein paar Hinweise auch schon. Das heißt, es ist nicht so ein wildes Raten. Aber man kann so ein bisschen, es sind so Mindgames, um die es hier geht. So, was passiert dann? Wenn sie richtig liegen, die Gegner, die Raten, dann muss Gollum aus dem Combat raus. Und ansonsten ziehst du eine Karte und Gollum kann nicht geblockt werden in dieser Runde. Und fügt dann natürlich Schaden zu. Okay, cool. Schöne kleine Karte, schönes kleines Minigame, was sich hier entfaltet. Schön, wie es einfach auch Gollum repräsentiert. Aber du hast doch die Referenz zum Hobbit erkannt, oder? Habe ich die Referenz zum Hobbit erkannt? Ja, also sag's mir. Das ist ja diese Szene, wie Bilbo an den Ring kommt. Und das Rätsel in der Dunkelheit oder Rätsel im Dunkeln, Riddles in the Dark, das bekannte Kapitel, wo Gollum auf Bilbo tritt oder andersrum. Und sie dann in so ein Rätselduell eintreten. Ja. Und am Schluss Gollum nichts mehr einfällt und er einfach nur Bilbo fragt, was habe ich in meiner Hand?
Und genau, und dann Bilbo so an den Ring kommt. Ach Mensch, ja. Und das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, hier diese Szene, wo Gollum eben fragt, was habe ich denn hier oben auf der Bibliothek? Was habe ich denn da? Hier waren wir schon mal. Hier sind wir im Kreis gelaufen. Ja. Wolltest du hierher? Nein, ich meine mal so, jetzt sind wir hier gelandet, ne? Komm, ich weiß nicht, ob ich hierher wollte. Wir machen mal ein Foto hier von uns. Warte, ich muss kurz mein Lembas wegpacken, das habe ich immer noch in der Hand. Kannst du doch halten. Was soll ich halten? Achso. Okay, jetzt. Sensationell gutes Foto. Großartig, ja. Schön. Das gibt's bei uns im Discord zu sehen. Genau. Okay. Wollen wir mal auf die Gestaltung der Karten kommen? Ach, auf den Rückweg. Sollen wir uns auf den Rückweg machen eigentlich? There and back again, oder? There and back again. Was ist eigentlich das da hinten? Aber müssen wir jetzt nicht noch den Ring irgendwo reinwerfen? Ich glaube, den muss ich wieder zurückbringen. Ach, ich so. Kann mich nicht von diesem Ring trennen. Ich muss den wieder zurückbringen. Das ist ja ein toller... Ja, ich darf mich nicht von diesem Bilbo Ring... Bilbo hat gesagt, den müssen wir wieder zurückbringen. Ja. Na gut. Ich habe ihn weggeworfen. Oh, okay. Was ist denn das hier in meiner Tasche? Ich habe ihn wieder eingesteckt. Stimmt, genau so läuft das. Ja, okay. Das wäre geil, oder? Am Ende, Gollum fliegt ins Feuer. Frodo und Sam machen sich zurück. Ach, da liegt ja der Ring. Werden von den Adlern abgeholt. Und Frodo so, oh, ist ja noch da. Na egal, nehmen wir ihn wieder mit. Dann müssen wir mal. Okay, also, sprechen wir mal ein bisschen über die... Sind wir hier hochgekommen? Nee, da sind wir nicht hochgekommen. Wir sind da hinten. Ja, ach so, hinten okay. Hergekommen. Könnten gerne die Adler kommen. Gut, dann sprechen wir mal ein bisschen über die Gestaltung der Karten. Du hast hier... mehrere schöne Illustrationen. Ja, in also Dokument gepostet. Erstmal muss ich noch ein kleines Wortspiel bringen. Sehr gut. Es ist ja eine richtige Artwork-Schlacht. Denn es gibt sehr viele Schlacht-Artworks. Ach so. Gut, ja, es ist nicht so ein richtiges Wortspiel. Aber es gibt ein riesiges Panorama, bestehend aus 3x6 Karten, also aus 18 Karten, die die große finale Schlacht abbilden. Und von diesen Panoramen, also Karten, die man nebeneinander legen kann und die ein großes Artwork ergeben, gibt es einige. Ne? Mhm. Martina Fatschkova hat zum Beispiel auch ein schönes gemacht. Und das hier ist von Tyler Jacobson, auch ein sehr namhafter Illustrator in der Magic-Welt. Und da habe ich mal eine Karte beispielhaft rausgesucht. Eomer, Marshal of Rohan, ist hier so eine Karte, die so die hier mit drin ist. Und jetzt wollte ich eigentlich noch rausfinden, was der macht, aber ist auch ein bisschen egal, weil was die Karte macht, denn hier geht es wirklich darum, dass sie dieses Ding, was wir eigentlich bei Unstable ursprünglich mal drin hatten, mit den Contraptions, die man zusammenlegen konnte, genau, neun Contraptions einer Fraktion haben quasi ein großes Bild ergeben und das hat es jetzt eben in Black Border geschafft und das ist ja wirklich, das ist schon wirklich, gibt dem Ganzen epische Breite. Ist aber schön, dass du gerade diese Karte rausgesucht hast. Ja, warum? War das Zufall? Mehr oder weniger Zufall, ja. Ich habe eine rausgepickt und Eomer, der einfach super crazy dynamisch dargestellt ist. Das Schöne ist, sehr, sehr angesprochen. Das Schöne ist, es ist nicht Eomer. Ah. Weil wenn du drunter guckst, auf der Nicht-Schlachtfeldkarte, das ist Eomer. Und die Geschichte dahinter ist, dass sie dieses Bild in Auftrag gegeben haben und gesagt haben, hier, Theoden muss zentrale Figur sein. Ah. Und dann haben sie im Design des Sets entschieden, nee, das müsste eigentlich doch Eomer sein. Das ist Theoden. Und dann war aber die Illustration schon gemacht. Ah. Und deswegen ist auf der Illustration Theoden abgebildet, aber die Karte ist nach wie vor Eomer. Alright, okay. Also durch einen Kommunikationsfehler konnte es nicht mehr getauscht werden. Also vielleicht hätte es auch dann Theoden gebrandet werden können. Aber ja genau, also das ist Theoden. Okay, ja geil, gut zu wissen. Die Not duldet keinen Aufschub und doch ist spät besser als nie, ist der Flavortext. Vielleicht mal ganz kurz was zu den Übersetzungen. Also wir haben da sehr viel Recherchearbeit, also vergleichsweise viel Recherchearbeit reingeschickt, um rauszufinden, diese deutschen Texte, basieren die auf einer korrekten oder käuflich erwerblichen Übersetzung des Herrn der Ringe? Und wir glauben nicht. Also es gibt ja mehrere Übersetzungen. Es gibt die Karu-Übersetzung und die Kregel-Übersetzung. Dann wurde die Kregel-Übersetzung noch mal vor ein paar Jahren noch mal aktualisiert. Aber keine
von diesen Übersetzungen findet sich in diesen Flavortexten wieder, so wie wir es gefunden haben. Also wahrscheinlich hat Wizards Deutschland oder die deutsche Dependance nicht die Rechte an der deutschen Übersetzung bekommen, sondern mussten dann alles nochmal von Hand übersetzen. Ja, womöglich haben sie auch nicht danach gefragt, sondern sich überlegt, hey, wir übersetzen das jetzt so, wie es für das Spiel richtig ist. Mhm. Finde ich eigentlich auch in Ordnung so. Man sagt, hey, wir schaffen hier ja ein neues Ding, eine Art neues Medium. Und da übersetzen wir das so, dass es auch in die Magic-Welt hineinpasst. Sind wir von dort gekommen? Das ist eine gute Frage. Dann sollten wir da wieder hingehen. Ich glaube nicht, aber der Weg sieht breit genug aus, um da lang zu gehen. Ja. Solange hier kein Lavastrom ist, können wir hier lang gehen. Sonst hätten sie wahrscheinlich auch für alle Länder diese Übersetzungen anfragen müssen. Können wir mal auf die Karte gucken? Da unten wird auf jeden Fall gejohlt. Da freuen sich schon alle, dass wir zurückkommen. Ja, genau. Ja, aber diese Schlachten, die hier dargestellt sind, das ist schon alles ziemlich cool. Ich würde noch ein Artwork vorstellen gleich. Mach mal. Ein Artwork auf einer Karte, die ich auch für Pauper interessant finde. Und zwar hat Ekaterina Burmak ziemlich viele coole Illus hier abgeliefert. Wir vergeben ja jetzt heute keine Awards, aber ich will trotzdem ein paar Namen nennen, die ich ziemlich passend finde für diese Welt. Und Ekaterina Burmak mit ihren sehr detailreichen, detailverliebten Personendarstellungen und Darstellungen von Kleidung hat hier natürlich sehr viel Fläche gehabt, wirklich coole Sachen zu zeigen. Hat auch einen Gandalf illustriert, der wahnsinnig toll aussieht. Aber es gibt eine wunderschöne Karte, Truppensammlung in der Hornburg. Ja, da geht es um die große Stadt in die große Schlacht in Helmsklamm. Wie ich finde, eins der, vielleicht das Highlight, das ein bisschen vorgegriffene Finale am Ende des zweiten Teils, die zwei Türme. Wirklich eine fantastische, im Film auch fantastisch dargestellte Schlacht. Und hier gibt es eben jetzt diese Hexerei, Truppensammlung in der Hornburg. Eine Common, kostet 1 und ein rotes und macht im Grunde, erzeuge 2/1/1 weiße Mensch-Soldat-Kreaturenspielsteine. Menschen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Also ganz einfacher, typischer Common-Effekt, bringt Leute ins Spiel, gibt denen Eile, lässt sie angreifen. Und im Pauper kann das halt so richtig rocken. Also es gibt da vielleicht ein rot-grünes Deck, was ich schon sehr lange spielen wollte, was jetzt mit dieser Karte vielleicht möglich ist. Ich lese noch kurz den Flavortext vor. Mit einem Kampfruf und großem Getöse stürmten sie los. Sie brausten durch das Tor und über den Damm und fegten durch die Horden Isengards wie der Wind durch das Gras. Cool, also ich bin auch sehr gespannt auf diese Commander-Decks und wie dann wirklich so die einzelnen Parteien der Schlacht dargestellt sind. Freue mich sehr drauf, das zu spielen. Was ich an diesem Set so besonders schön mag, ganz viele Karten geben einem so kleine Flavor-Rätsel auf. Also man liest die Karte und dann versucht man im Grunde, die Sprache des Game Designs zu übersetzen in, was drückt das aus in der Geschichte. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass man dann wirklich überlegt, ich kenne die Karte, ich weiß, wie der Name ist, aber was sollte hier mechanisch dargestellt sein? Und das macht einfach wirklich Spaß, das durchzugehen. Da habe ich mal eine Karte rausgesucht. Ich kann sie nicht so ganz entschlüsseln, aber ich glaube, zusammen schaffen wir das. Und zwar ist das Sauron. Der dunkle Herrscher, denn dem müssen sie sich auch am Ende der Reise stellen. Klingt erstmal nach einer bösen Kreatur, wenn da steht dunkler Herrscher. Definitiv. Kostet 3 und ein Grixis, also 3 blau, schwarz, rot. Insgesamt 6 Mana. Ist eine legendäre Kreatur, Avatar und Schrecken, eine Mythic. Und hat Stärke, Widerstandskraft 7/6. Und ich habe hier das alternative Artwork rausgesucht. Das ist nämlich von Dominik Meyer und Anato Finstark. Und die haben beide zur selben Zeit angefangen zu illustrieren. Also quasi mit den Special Frames von Zendikar Rising. Und tauschen sich wohl auch hier und da aus. Und Anato Finstark macht auch ganz viele von den eher grafischen Sachen, die in den Special Frames erscheinen, wie zum Beispiel auch Mystical Archive, wo ja auch Dominik sehr, sehr viel illustriert hatte. Und hier haben sie zusammen eine Illustration gemacht. Ich konnte noch nicht genau erfragen, wie sie das gemacht haben, aber es stehen quasi beide als Künstler unten auf der Karte mit drauf. Das hat man nicht oft. Das gibt es hier und da mal, das hat man nicht oft. Und das ist eine Karte, die wunderschön auch auf diesen ringförmigen Frame einzahlt. So, was macht er jetzt? Versuchen wir mal. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Ringframe. Ja, bitte. Ich habe gelesen, dass das die Figuren, die darauf abgebildet sind, in ihrer dunkelsten Stunde zeigt. Also entweder als Vision, was passieren würde, wenn sie den Ring ansetzen würden, oder tatsächlich, wenn sie vor so einer schweren Entscheidung stehen, wie jetzt zum Beispiel Pippin oder so. Ja, das macht total Sinn. Ja. Das kommt total gut rüber, wenn man es weiß. Okay, was macht Sauron? Okay, ja genau, lass uns mal überlegen. Also der hat erstmal Abwehr
Und die Abwehrkosten sind ein legendäres Artefakt oder eine legendäre Kreatur opfern. Also um an ihn ranzukommen, musst du ein legendäres Artefakt opfern oder eine legendäre Kreatur opfern. Würde mir jetzt als erstes einfallen, der König in der ersten Schlacht, der da stirbt, und, also Isildur, wie er dann das Schwert seines Vaters aufnimmt. Stimmt. Weil sein Vater gestorben ist im Kampf gegen Sauron. Wäre jetzt meine Vermutung. Okay. Ja, allgemein kann man sagen, ne, man muss Opfer bringen. Genau, stimmt, das Schwert wird zerstört. Ne? Es sterben natürlich sehr, sehr viele Leute auf dem Weg dahin, Sauron zu konfrontieren. Okay, gut. Nächste, also es gibt vier solche Textblöcke. Ja, okay. Es gibt viel Text hier drauf. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, wende Ork auf Marsch 1 an. Okay, also wenn der Gegner irgendwas macht, halte ich mit Orks dagegen. Tja. Ja, das ist im Grunde das, was Sauron macht tatsächlich. Ne? Der guckt finster, sieht alles und macht sehr viele Orks. Und Saruman lässt auch noch ein paar Uruk-hai machen. Ein paar genmanipulierte Orks. Okay, gut. Ja, soweit so gut. Nächster Block quasi. 3 von 4. Immer wenn eine Armee, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, führt der Ring dich in Versuchung. Okay, mich als Sauron oder jemand anders? Tja, dann dich. Du machst das ja, ne? Eine deiner Armeen fügt dem Gegner Schaden zu, dann führt der Ring dich in Versuchung. Ich würde es so interpretieren, wenn du dem Gegner Schaden zufügst, dann nimmst du dem den Ring ab. Also, ne? Das ist ja quasi hier übertragen, der Ring führt dich in Versuchung. Sauron führt dann natürlich nicht in Versuchung, der ist ja schon längst die personifizierte Versuchung des Rings quasi. Die süßeste Versuchung, seit es Ringe gibt, genau. Ja. Er holt sich den Ring so ein bisschen zurück, wie so die Krone beim Monarchen. So würde ich es vielleicht interpretieren, oder? So, und jetzt das Letzte. Immer wenn der Ring dich in Versuchung führt, kannst du deine Hand abwerfen. Falls du dies tust, ziehe 4 Karten. Das finde ich sehr schön. Weil Sauron wird ja dann am Schluss die Hand abgeschlagen in der ersten Schlacht. Stimmt. Also er wirft seine Hand ab. Stimmt. Und dann wird Isildur in Versuchung geführt. Ach, also ich würde sagen, das war der Teil, den ich nicht so richtig entschlüsseln konnte. Wird er jetzt frisch und neu und fühlt sich wie neu geboren so und kriegt eine neue Handkarten. Er muss die Hand erstmal, na gut, ich weiß nicht, ja. Ich akzeptiere das einfach so, wie du sagst, weil es bildlich einfach total Sinn macht. Ja. Geil. Ja, eins der längeren Rätsel. Die anderen sind oftmals ein bisschen kürzer. Da höre ich auch sehr gern bei anderen Set-Reviews zu, wie dann die Leute versuchen, den Flavor zu interpretieren. Genau, vielleicht mal ein Aufruf an euch, wenn ihr das hört. Schreibt uns doch mal rein, was ihr glaubt, was auf dieser Sauron-Karte passiert. Ich habe noch eine ähnliche Karte, weil es fällt mir gerade ein, die habe ich jetzt nicht genannt. Aber die hatte ich auch noch aufgeschrieben. Und zwar... gefangen in Orthanc, also wenn Gandalf quasi von Saruman auf dem Gipfel seines Turms eingesperrt wird, dann schickst du die Karte, dann schickst du die Karte vom Spielfeld als zweite von oben in deine Bibliothek zurück. Mhm. Das fand ich auch sehr schön gemacht, weil das dann wirklich auf dem Turm, weil die Figur auf dem Turm eingesperrt wird, wenn deine Bibliothek noch entsprechend groß ist. Ja, genau. War es nicht sogar die fünfte von oben oder so? Ich glaube, die zweite. Also irgendwie sowas. Egal. Ja, also ihr seht schon ganz, ganz viel Flavor in diesem Set. Und wie du auch schon gesagt hast, es passt halt wunderbar. Es passt. Ich muss sagen, vielleicht ist das tatsächlich auch wieder ein sehr fantastisches Universus Beyond, wie wir am Anfang schon festgestellt haben. Und ähnlich wie bei Dungeons & Dragons. Ein fantastisches im Sinne von High Fantasy oder von hoher Qualität? Sowohl als auch. Mhm. Und das bedingt sich auch gegenseitig, weil die Kreaturentypen und die Mechanismen, die sind natürlich alle auch entlehnt aus diesem ganzen Fantasy-Setting, wo Herr der Ringe und Dungeons & Dragons herkommen. Und deswegen passt es eben auch so wie die Faust aufs Auge. Wie zum Beispiel auch bei Schattenfell, dem Pferd, dass die Bedeutung von Eile zeigt und wo auf der Karte auch nochmal erklärt wird, was Eile bedeutet. Mhm. Also dass die ganzen Wörter, die verwendet werden, die Kreaturentypen, überhaupt dieses ganze Klassen- und Völkersystem, das kommt halt aus diesem Fantasy-Setting und es passt halt wunderbar. Und es ist sogar noch ein Stück näher dran als das letzte Universus Beyond mit Warhammer, weil hier nicht neue Kreaturentypen erfunden werden, sondern die Kanten benutzt werden und deswegen passt es noch besser in Magic rein, finde ich. Ja, es fühlt sich sehr organisch an. Es fühlt sich wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen an, wie so ein Weihnachtsfest. So, jetzt stehen wir hier schon wieder an der Weggabelung. Mensch, es kann doch nicht sein, dass wir so vielen Weggabelungen begegnen. Nee, wir müssen noch ein Stück da und dann geht's. Also wenn ihr wisst ihr Bescheid, noch ein Stück da und dann geht's. Genau, wir können ja mal den GPX-Track noch posten, wo wir noch dran sind.
Ja, was ist denn so dein Fazit? Beziehungsweise ein Fazit, das werden wir wahrscheinlich erst deutlich später ziehen, wenn wir auch ein bisschen mehr gespielt haben. Und ne, wir haben ja die Commander-Decks, die werden wir ja nächste Woche gemeinsam spielen. Da freue ich mich schon total, total drauf. Aber zu den Commander-Decks, Entschuldigung, sag erst mal was und dann will ich noch was zu den Commander-Decks. Ich habe festgestellt, dass Flavor mir sehr, sehr wichtig ist beim Magic-Spielen und dass Flavor mir auch dabei hilft, banale und vielleicht nicht so spannende Karten trotzdem noch mal einen Tick cooler zu finden, als sie vielleicht mechanisch im Spiel tatsächlich auch sind. Das merkt man, wenn dann wirklich, wenn dann auch mal eine schwache Story hinter so einem Magic-Set steht, dann gibt es da halt, okay, ich schicke eine Figur ins Exil oder ich lege +1/+1 Counter drauf. Aber hier, Rosi Cotton kommt ins Spiel und bringt Essen mit und eine Kreatur wird stärker durch das Essen, kriegt +1/+1 Counter. Das spielt sich gleich und da habe ich ein Schmunzeln im Gesicht, weil es einfach so schön ist, das zu sehen und zu spielen. Und ich habe wieder gemerkt, wie wichtig mir eigentlich Flavor ist und was auch für eine tolle, also mehr Flavor als Herr der Ringe kann eigentlich ein Set fast gar nicht mitbringen. Flavor macht jedes Spiel besser und einfach, weil wir hier schon so viel über den Flavor wissen, einfach weil es so, ja, Common Sense ist irgendwie, Herr der Ringe, ist der Aufwand auch nicht so hoch, sich da reinzufuchsen. Ja. Ich meine, letztes Jahr kam die Ringe der Macht-Serie, wir haben bestimmt auch viele von euch gesehen, könnte ich mir vorstellen, so, da hat man auch noch mal ein bisschen wieder Herr der Ringe tanken können. Das war so der Moment, wo mir auch noch mal die alten Filme mal wieder ins Bewusstsein gerufen wurden und ich die mal wieder auch gesehen habe. Genau, und jetzt kommt dieses Spiel, keine Ahnung, von den Ringen der Macht wird es mit Sicherheit eine zweite Staffel geben irgendwann in nächster Zeit. Wenn es nicht dieses Jahr kommt, dann doch nächstes Jahr. Und so ist Herr der Ringe einfach ein omnipräsenter Teil unserer Popkultur und wird es auf jeden Fall auch immer bleiben. Und immer wenn irgendwelche neuen High-Fantasy-Serien, Inhalte kommen, wird es immer wieder auch mit Herr der Ringe abgeglichen werden. Und man kann von Glück sprechen, auch mit den Filmen, ja. Die hätten natürlich auch in die Hose gehen können. Die hätten wirklich in die Hose gehen können? Wie vielleicht die Hobbit-Filme mehr für den einen oder anderen eher in die Hose gegangen sind, weil es einfach wie wenig Butter auf zu viel Brot verteilt und gedehnt und gestreckt wurde. Hier in dem Set ist der Hobbit quasi eine Sage mit 3 Kapiteln. In Wirklichkeit ist es ein Film von 9 Stunden, wo man sich auch fragt. Wahnsinn. Irgendwo dazwischen liegt es wahrscheinlich. Ja. Was ich mir tatsächlich jetzt überlegt hatte, auch die größte Stärke dieses Gewinns von diesem Flavor, ist natürlich auch die größte Schwäche von diesem Universes Beyond, weil da können sich jetzt sehr viele drauf einigen auf Herr der Ringe. Aber ich könnte mir vorstellen, es wird in Zukunft bestimmt auch mal ein Franchise oder eine Intellectual Property geben, wo ich sage, naja, habe ich schon mal gehört, spiele ich jetzt aber nicht so, oder habe ich nicht so gerne geguckt, den Film, weiß ich gar nicht so richtig, worum es geht. Also, ja, klar. Und dann bin ich halt... Also nicht so nah dran wie jetzt beim Herr der Ringe. Also es ging mir dann auch schon bei Warhammer so, habe ich nie gespielt. Fand ich cool, dass sie da wirklich jede Karte und jede Illustration in diesen Commander-Sets drauf angepasst haben. Aber ja. Ja, so groß wie das und so breit anerkannt wie Herr der Ringe kann es eigentlich nicht mehr werden, glaube ich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Star Wars noch kommen wird, wobei Disney ja gerade eigene Wege geht, sammelkartentechnisch. Mhm. Das heißt, das könnte noch ein Stückchen entfernt sein. Ich glaube, der Prof hat neulich ein paar Theorien angestellt, was uns denn als nächstes womöglich begegnen könnte. Na gut, als nächstes kommt ja Doctor Who. Doctor Who kommt, genau, aber wenn es Marvel nicht ist, ne, vielleicht kommen ja dann DC-Inhalte irgendwann zu Magic the Gathering. Wir werden sehen und es werden mit Sicherheit... Werden mit Sicherheit ein paar spannende Sachen dabei sein. Vielleicht das ein oder andere, was mir persönlich auch näher liegt. Mal gucken. Vielleicht wird es auch irgendwann Game of Thrones geben, wenn die irgendwann mal sich entscheiden, mit den Büchern weiterzumachen. Denn da ist die eine Serie, die auch etwas, die etwas unliebsam geendet ist. So. Die ist auch sehr nah dran. Da gibt es auch noch einiges zu erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das noch mal irgendwann angehen wird, wenngleich dann natürlich noch nicht alle Bücher draußen sind. Und sich nur auf die Serie zu beziehen, weiß ich nicht, ob sie das machen können, dürfen, werden. Naja, das ist alles wie soll ich sagen, alles nur in dem... Im Palantir. Ja, genau das, jetzt hast du es, danke. Einmal in den Palantir hineingeblickt. Könnte so sein, muss aber nicht. Eine letzte Frage noch, bevor wir zur Nachspeise gehen. Du hast ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob es fertig geworden ist, dieses Super Mario Deck versucht zu bauen. Ja.
Wie hättest du es gefunden, wenn es jetzt schon eine Super Mario-Karte gegeben hätte und gesagt, so, das ist jetzt Super Mario und du dir nicht jetzt die Arbeit und Mühe hättest machen müssen, eine Karte aus diesen vielen Magic-Karten rauszusuchen, wo sie sagen, das ist mein Super Mario, so wie ich ihn mir vorstelle. Und du hast jetzt eigentlich auch gar nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel dir einen Gandalf zu bauen, weil es jetzt einfach drei Gandalfs gibt. Und, stimmt allerdings, ja. Dann, ja. dann musst du halt einfach sagen, warum nimmst du nicht einfach einen von den dreien? Ja, noch hat das natürlich nicht so die Überhand genommen, dass es irgendwie so ein krasses Problem darstellt. Aber klar, ne, das wird irgendwann mehr. Ich meine, es ist auch kein einfacher Prozess, sich so ein Flavor-Deck zu basteln irgendwie. Und sicherlich auch nichts, was ich irgendwie ständig machen werde. Ich habe übrigens dieses Super Mario-Deck so gebaut, dass es mechanisch gut funktioniert. Allerdings zahlt da jetzt noch nicht jede Karte auf den Flavor ein, möchte aber dieses Deck irgendwann auch noch mal bauen. Habe jetzt gerade ein Popper Commander Deck gemacht, was ich bestimmt auch noch mal in einer der nächsten Folgen vorstellen kann. Will es aber erstmal ein bisschen spielen, hatte bisher noch nicht die Gelegenheit dazu. Aber ich denke mal, spätestens wenn wir auf den Magic Floors durch die Gegend schippern, wird es zum Einsatz kommen. Genau, darüber sprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen in der Nachspeise, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich hoffe, es war auch alles, was du sagen wolltest zum Herr der Ringe-Set. Ja, das war im Grunde alles. Deine Frage ging ja noch ein bisschen weiter. Berauben uns diese konkreten Welten unserer Fantasiemöglichkeiten so? Ja und nein. Ja, im Sinne von, klar, ich werde mir jetzt kein Gandalf-Deck mehr basteln. Hatte ich übrigens mal dran gedacht, tatsächlich, das zu machen. Sehe ich aber gerade nicht. Werde es aber spannend finden, wenn ich meinen Herr der Ringe Commander-Deck habe und das spielen werde, da können natürlich nicht irgendwelche mechanisch funktionierenden Karten rein. Ja? Das heißt, da müssen dann schon Karten rein, die vom Titel und Artwork her sich auch in dieses ganze Herr-der-Ringe-Thema einbetten. So, das würde mir einfach sehr, sehr, sehr schmerzen, wenn da so eine Karte mit phyrexianischem Mana drin rumschwirrt oder so. Aber ich finde es auch immer toll, dass bei den Commander-Sets halt wirklich Universes Beyond jede Illustration auch von den ganzen Reprints im Herr-der-Ringe-Universum ist. Also von den Ländern angefangen. Ich glaube, es sind nicht die Kartenländer, aber immerhin sind es schon mal Auenland und die Sümpfe und Baradur. Und das ist schon mal cool. Mhm. Also freue mich sehr drauf. Mhm. Genau, wir sprechen jetzt gleich noch in der Nachspeise ein bisschen über das, was du gerade angedeutet hast mit unserem Magic Boot. Und ich würde sagen, zur Nachspeise servieren wir Brombeertorte aus dem tänzelnden Pony in Bree. Oh, das tänzelnde Pony. Wenn ihr diese Folge hört, am Tag ihres Erscheins, haben wir gerade abgelegt und sind auf einem Floß zu sechst und schippern durch Brandenburgs Gewässer und haben ganz viele Magic-Karten dabei, mit denen wir spielen werden, unter anderem die Commander-Decks. Und genau, wir können mal aufzählen. Und Herr der Ringe Draft Booster. Ja. Und ganz viele andere unserer Commander-Decks. Und ein Cube. Genau, endlich, der Uncube wird gedraftet. Ich habe mich vorbereitet, erst nach drei Jahren. Und was ich auch dabei habe, ist einmal Plane-Chase-Karten, werde ich mitnehmen. Ja, geil. Und ich habe festgestellt, und vielleicht war es auch Intention der Magic-Designer, aber man weiß es nicht, dass Sauron die gleichen Farben hat wie Nicol Bolas. Ja, ja, das ist kein Zufall, glaube ich. Das kann kein Zufall sein. Es gab auch mal so ein Arch-Enemy-Set, Nicol Bolas. Ja. Und daraus werde ich die Arch-Enemy-Karten mitnehmen. Und ich würde mich freuen, als Arch-Enemy gegen andere Commander-Decks anzutreten, mit meinem Sauron-Deck. Ja, geil, du hast das Sauron-Deck. Na, großartig, werde ich mit meinen Rittern auf jeden Fall ganz schön überreiten. Das kannst du auch mal auf was gefasst machen. Kann ich mich vorbereiten. Kannst du mal nach 8 callen, da wird aber keiner kommen. So. Ich habe schon gelesen, es soll ein sehr challenging-Deck sein, das Sauron-Deck, weil es sehr teure Karten hat und man ganz schön lange braucht, bis es so in Fahrt kommt. Ja, ja, nee, das kommt nicht in Fahrt. Wir werden nicht einfach vorher überrennen. Das ist so aber wie Bowser in Mario Kart. Er braucht so lange, bis er auf Speed ist, aber dann ist er nicht zu stoppen. Ja, ja. Genau, hast du irgendwelche Ziele, was du noch spielen willst auf dem Fluss? Paupern natürlich. So, ne? Artefaxel ist dabei, der hat ein paar sehr coole Pauper-Decks und ich werde auch ein paar mitnehmen und euch allen so ein bisschen versuchen, dieses Spielformat auch schmackhaft zu machen. Die erste Dosis gibt es umsonst quasi. Und dann, möchte ich mal mit euch ein bisschen 60-Karten-Format auch spielen. Machen wir eine Folge vom Fluss? Wir machen eine Folge auf dem Floß, auf jeden Fall. Okay. Und mal gucken, vielleicht hat ja der ein oder andere aus unserer Playgroup, von der Crew, quasi auch Lust, mal Hallo zu sagen. Ja, ich denke schon, dass wir da irgendwie eine Folge machen, wo jeder mal so ein bisschen zu einem Thema was erzählt, aber das überlegen wir uns jetzt gleich. Der Thiele Commander ist dabei, der Artefaxel ist dabei, der Mana Malin ist dabei, genau. Und der, den haben wir vergessen? Hat er einen Magic-Namen? Och, Mensch.
Jetzt frage ich mich gerade peinlich. Also spätestens dann werden wir für Jan auch noch einen Magic-Namen, der Jeskai Jan, für den werden wir auch noch einen Namen finden. Genau, da sind wir unterwegs und dann hört ihr die nächste Folge, glaube ich, vom Boot. Klasse, das wird toll. So, jetzt haben wir noch Organisatorisches zu sagen. gleich machen wir noch Booster-Spaß für unsere City-Unterstützer und Unterstützerinnen. Das sind zum Zeitpunkt der Aufnahme unterstützen uns Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Herzlichen Dank für euch. Vielen Dank. Dankeschön. Ein riesiges Dankeschön, dass ihr eure Ringe immer in unser Feuer werft und es am Lodern haltet. Ist das ein Bild, was passt? Ich glaube nicht, aber... Bestimmt. Das haben jetzt alle vor Augen. Und wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr auch euer Feuer in die Glut werfen wollt bei uns, dann geht auf Steady und unterstützt uns da. Das geht schon ab kleinen Beträgen. Aber wie bei Hobbits auch, jede Mahlzeit zählt. Ja, richtig. Schickt uns euer Feedback auf Twitter zum Beispiel unter @tasty_mtg online unter www.tastymtg.de auf Mastodon @tastymtg.social.mastodon. Nein, tastymtg@podcasts.social. Genau, da. Oder schreibt uns eine E-Mail an crew@tastymtg.de. So ist es. Und wir machen jetzt gleich noch einen Booster auf. Oh, hallo. Ich habe einen Double Masters Booster dabei. Ach was, ernsthaft? Ja, natürlich. Geil, Homat. Für live Booster-Spaß. Nice Stein. Das hört ihr dann auf Steady, wenn ihr uns da unterstützt. Und genau, wir hören uns dann wieder in einer sommerlich frischen, feuchtfröhlichen Folge vom Boot. Ach, das wird toll. Das wird eine Gaudi. Ja, und ja, nicht nur Karten öffnen, sondern auch ins Feuer werfen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau. Tschüss. Tschüss.